Leute, Cramix hier, was geht euch, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP und heute gibt es mal wieder ein richtig cooles Experiment, meine Freunde. Und zwar sind wir heute hier wieder auf der extremen 90-Grad-Kurvenrampe mit Russig Pupsig. Was geht ab? Was geht ab, Bruder? Ich bin Spider-Mans Sohn. Wie, du bist Spider-Mans Sohn? Oha, dann wird's ja heute richtig unfeuer. Denn, meine Freunde, letztes Mal kam die Kurvenrampe sehr gut bei euch an und deswegen machen wir das Ganze heute nochmal mit dem extremen Spider-Man-Experiment. Denn Spider-Man, der alte Paul Berger, der hier steht, hat uns heute seine extrem Spider-Man-Autos zur Verfügung gestellt, die erstens schneller sind und zweitens noch mehr Grip haben. Also ich bin gespannt, wie weit die Autos es heute schaffen. Lasst dafür ein Like und ein Abo da. Und Spider-Man, was sagst du denn dazu? Yo, Max, meine Autos sind die krassesten. Die haben extra Spinnennetze an den Reifen. Die kommen richtig weit. Okay, Spider-Man, wenn du das sagst, dann bin ich mal gespannt. Russig, ich hoffe, du bist auch bereit. Es geht wieder um 10 Millionen GTA-Dollar. Und ja, ich würde also sagen, wir machen erstmal ein random Vehicle-Battle, wer sich heute für das erste Fahrzeug entscheiden darf. Und zwar ganz schneller Hase. Jeder spawnt einfach eins für sich. Ey, hör auf mich zu schlagen, Bro, Junge. Bro, du hast keine Chance gegen mich. Ja, deswegen gut, dann 3, 2, 1, spawn mal. Oh. Ich sehe nichts. Oh mein Gott. Hilfe, ich werde zerquetscht. Ja, nimm mal deinen komischen Traktoranhänger. Ich habe einen Formel-1-Wagen gespawnt. Und der hat auch noch die Spider-Man-Fähigkeiten. Also, Russig, ich glaube, das wird hier nichts heute für dich. Doch. Ich habe ein Fahrzeug mit Schneeketten gespawnt, extra für den Grip. Ja, okay, dann komm mal auf die Ramp. Dann testen wir jetzt mal, wer hier weiterkommt. Ja, siehst du. Und let's go! Guck mal, ich habe extra Grip sogar. Okay, mal, er hat den extra Grip mit den Schneeketten. Kann natürlich sein, dass Russig das was bringt, aber ganz ehrlich, ich glaube, so ein Formel-1-Wagen, der ist natürlich erstmal schneller, also hat mehr Power und hat natürlich auch voll den guten Abtrieb, sage ich mal. Also der wird hier durch den Spoiler immer schön an den Boden gedrückt. So, guck mal, Russig, wie ich hier fahre, juckt mich gar nicht, bis Level 20, gar kein Problem für mich. Wie läuft's denn bei dir, Schmalspur? Ja, also ich sehe dich ja nicht mal mehr. Ich habe ja vielleicht die ein oder anderen Probleme. Okay, gut, also ich mache hier ganz ruhig, Leute. Wir fahren hier ganz entspannt. Ich lasse mich hier gar nicht aus der Ruhe bringen. So, hier Level 30. Okay, jetzt wird's hier schon ein bisschen steiler. Aber noch gar kein Problem für den Formel-1-Wagen. Ich habe hier wirklich den Ultra-Grip des Todes, Leute. So, Drittest du nicht mal ein bisschen? Nee, also wirklich gar nicht. Meine Reifen, die sind wie geklebt an den Asphalt. Ja, okay. Ich so, okay. Ich will schon ein bisschen driften, sag ich dir ehrlich. Guck mal, ich kann hier sogar einfach so stehen. Ich stehe hier einfach. Ah, moin, was geht, Russig? Moin, lieber nicht hinter mir sein, weil ich hier ab. Okay, Russig rutscht hier schon ein bisschen. Guck mal, Leute, ich gebe nicht mal Vollgas. Ich fahre hier einfach. Ich klebe an der Straße. Ich habe das extreme Spider-Man-Formel-1-Wagen. Let's go. Oh, bei welchem Level sind wir denn hier mit? Alter, ey, den Formel-1-Wagen juckt hier wirklich gar nicht. Guck mal, Leute, wie clean ich hier an der Straße. Oh mein Gott, wie steil das hier mittlerweile ist. Wie läuft's bei dir, Russig? Also, ich tue mir sehr schwer, aber ich gebe noch... Bist du noch da? Bist du noch dran? Ah, ich bin ausgeflogen. Und er ist raus. LOL! Der Formel-1-Wagen schafft es direkt nach ganz oben als erstes Fahrzeug. Oh mein Gott, crazy. Das liegt wohl an den extremen Spider-Man-Fähigkeiten, Leute. Und das bedeutet, der erste Punkt geht an mich und wir dürfen uns entscheiden. Okay, Russig, wir kommen jetzt hier zum ersten Level, wo man sich entscheiden darf. Kannst du nicht noch wieder Formel-1-Auto nehmen? Doch, ich nehme wieder einen Formel-1-Wagen. Es hat doch gerade so gut geklappt mit dem Formel-1-Wagen. Das ist unfair. Russig, ich habe gewonnen. Ich darf mich entscheiden. Aussteigen. Geh bitte in dein Fahrzeug. Geh in dein Fahrzeug oder ich muss dich umfahren. Ja, aber du weißt schon, dass es ein Elektrofahrzeug ist. Das ja, ist krass, ich weiß, der ist auch gut. Also es sind eigentlich nur gute Autos, die wir hier haben. Aber ich denke, das ein oder andere wird vielleicht nochmal eine Nummer besser sein. Okay, Russig, bist du bereit? Ich bin ready. So, dann fahr mal los. Oh, Russigs Fahrzeug läuft auch sehr gut. Aber Leute, es geht ja hier wirklich nicht um die Geschwindigkeit, sondern es kommt hier einfach nur auf den Grip an. Das werdet ihr später sehen, weil nur durch Geschwindigkeit, dann fliegt man hier einfach aus den Kurven raus. Deswegen, Russig, fahr mal schön weiter. Ich fahr einfach mal hinter dir. Mal gucken, wer jetzt hier weiterkommt, wenn es hier um den zweiten Punkt geht. Ich setze hier wieder aufs schöne, gute Formel-1-Auto, okay? Hier bis zu 20 Punkte, Level 20, okay? Ey, ich fahr gleich dich rein. Ja, ich mach ein bisschen langsam. Ich halte mal ein bisschen Abstand hier von Russig. Okay, dann 30er Punkte. Aber läuft bei dir auch noch gut, ne? Also du hast auch keine Grip-Probleme. Also bis jetzt deutlich besser als das Polizeiauto. Ja, ich habe auch wirklich noch... Also meine Reifen kleben hier wieder unfassbar gut an der Straße. Meine... Ja, auch ein bisschen super. Okay, okay, okay. So, wir...
Ja, okay. Oh. Also ich komme so langsam in so einen Mini-Drift. Also rein. Ich noch gar nicht. Oh, aber ab Level 50 wird es auch immer sehr, sehr crazy. Ja, schau mal, Leute, wie steil das hier schon wieder ist. Okay. Aber ihr merkt heute, die ganzen Autos kommen deutlich weiter als beim letzten Mal, wo wir das Experiment gemacht haben, weil wir haben heute die Spider-Man-Fähigkeiten. Ihr wisst Bescheid. So, Russek, ich überhole dich mal ganz kurz, ja? Weil ich kann hier nicht die ganze Zeit hinter dir entlangfahren. Also ich tue es mich hier schon schwer. Aber ich muss sagen, ich muss hier auch langsam... Das andere Auto war tatsächlich ein bisschen besser, aber... Oh mein Gott! Ich hab's wieder nicht. Ich hab's genau wieder bis nach oben geschafft. Let's go, Leute. Ich sage euch ehrlich, die Formel 1 Autos mit Spider-Man-Fähigkeit sind einfach zu krass. Das heißt, wir haben es wieder nach oben geschafft. Russik hat es nicht nach oben geschafft. Und das bedeutet 2-0 für mich, Leute. Okay, Mr. Russik Pupsik. Dann würde ich sagen, jeder spawnt sich jetzt 2 und darf sich selbst davon eins aussuchen. Okay, Mr. Formel 1 Auto. Hey, was spawn ich denn für einen Müll hier, Junge? Flugzeuge, LKWs. Ach so, warte, ich habe 2 gespawnt. Eins war da drunter. Also ein Porsche und ein... An sich gar nicht mal so schlecht, Leute. Ich glaube, ich sollte lieber den Porsche nehmen. Echt? Ich hätte den genommen. Guck mal, wie der aussieht. Warte, ich mache hier mal ganz kurz dieses Flugzeug weg. So. Ja, der hat natürlich, glaube ich, richtig guten Grip in den Reifen, aber ich glaube, der federt auch mehr. Oha, du machst auch hier voll das Flugzeug und so. Okay, Leute, ich werde auf jeden Fall hier den Porsche nehmen. Und Russik hat hier gerade beim Random Vehicle Battle einen Fake Bugatti bekommen. Und Leute, falls ihr euch gerade wundert, warum es hier ein bisschen anders aussieht, wir mussten gerade noch mal kurz alles neu spawnen. Also nicht wundern, aber wir haben es wieder hergestellt. Es steht 2-0. Ich habe hier so einen Porsche 918 Spider, Russik den Fake Bugatti. Ich würde sagen, wir gehen auf die Rampe drauf. Ich bin sehr gespannt. Beide Supersportler, Leute. Also es könnten rein vom Ding her beide schaffen. Beide haben guten Grip, beide haben gute Power. Wir fahren los. Russik, let's go. Guck mal, wie ich driften muss jetzt schon. Warum driftest du denn? Weißt du was, ich fahr mal hier ein bisschen vor. Ich habe absichtlich gedriftet. Ach so, du bist also hier ein kleiner Drifter oder was willst du mir damit sagen? Ja, ich bin ein kleiner Drifter und du? Oh, ich bin kein Drifter, weil ich habe guten Grip. Ich habe hier nämlich die Spider-Man-Reifen drauf. So, Spider-Man gönnt uns heute den Sieg. Das wird doch schon wieder ein Punkt. Nein. Das wird das 3-0, Russik. Du musst es einsehen. Auf keinen Fall. Oh, Leute, hier mit unserem Porsche 918 ist sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Läuft gut. Ich hab Bugatti, Bro. Ja, Bugatti ist auch gut, muss ich auch sagen. Aber bis jetzt wirklich, hast du schon so ein bisschen Probleme in der Kurve? So minimal? Ja, so minimal. Okay, ich nehme mich noch gar nicht. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Weißt du, woran das liegt? Woran? Dass du ein Noob bist. Nee, ich bin einfach ein Profi-Rennfahrer. Nee, du fährst halt falsch. Ich drifte die Kurve, du fährst ja, dann fliegst du raus. Wenn du rausfliegst, bist du raus. Nee, ich flieg nicht raus. Man muss das... Oh, guck mal, wie du es dir schwer tust. Langsam wird's hier, muss ich mich auch ein bisschen konzentrieren. Oh, guck mal, wie er driftet. Oh nein, Leute, langsam wird's ein bisschen schwer hier. Ich hab dich ja jetzt flieg raus, ciao. Okay, nein, Leute, Konzentration. Und jetzt, ciao. Auf Wiedersehen. Oh. Ich kämpf. Was? Leute, was? Der Porsche 918 schafft es auch wieder nach oben. Das ist gescriptet. Das dritte Auto, was nach oben schafft. Wo bist du denn, Russik? Ja, ich bin genau in der Kurve, wo du es geschafft hast, wo du gekämpft hast, rausgeflogen. Ey, Leute, das ist nicht gescriptet. Ihr seht es ja, selbst beim Random Vehicle Battle, das bedeutet das 3-0 für mich und wir dürfen uns wieder entscheiden. So, Russik, 3-0 steht's, ne? Das schmeckt doch heute. Ja, das stimmt was nicht. Das schmeckt. Ich glaube, du hast mit Spider-Man nicht abgesprochen. Wir entscheiden, Leute. Wir haben, das sind beides, glaube ich, gute Autos. Ein GLE Brabus getuned. Oder hier, ich nehme aber das Auto, was so richtig tief ist mit dem fetten Heckspoiler. Ich glaube, das ist ein richtig krasses Rennauto hier. Der muss, mit der Frittentheke hinten drauf, mit dem Spoiler, muss das den guten Grip haben, Leute. Ansonsten weiß ich auch nicht. Bro, ich habe nicht umsonst ein Geländefahrzeug. Okay, dann würde ich sagen, wir fahren jetzt hier mal wieder hoch. Russik, du musst jetzt hier mal langsam einen Punkt machen, ne? Boah, der ist stark, das spüre ich jetzt schon. Okay, der GLE, okay, Russik sagt, er ist zufrieden. Oh, aber Leute, guck mal, ich gehe hier mit Vollgas in die Kurve, der Wagen bricht gar nicht aus. Ich glaube, der hat richtig guten Grip. Ich glaube, meiner hat auch guten Grip. Ich bin sehr gespannt, beides, glaube ich, keine schlechten Fahrzeuge. Also, das ist das erste Fahrzeug, wo ich sage, ich glaube, damit kann ich schaffen. Okay, Russik sagt, er will es hier schaffen. Ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt. Gut. Bei mir läuft's aber auch gut. Oh, Russik, auch richtig schnell hier. Der fährt wirklich, Bro, du drückst durch, ne? Bro, du drückst das Gas durch. Bro, der ist halt einfach so schnell. Okay. Ich kann nichts machen, der ist richtig overpowered. Der Bums, das ist ja ein Brabus noch, weißt du? Ja, das ist kein normaler GLE 63 AMG, sondern ein Brabus-Tuning sogar noch mit 800 PS. Aber ich habe hier ein geiles Race-Car. Ich weiß zwar nicht, wie viel PS der hat,
Aber der hat den Ultra-Grip. Ich spüre das, Leute. Der hat hier wirklich den Ultra-Grip. Und ein frisches Zukunftslicht vorne so. So, ja, stimmt. Okay, und wir fahren weiter. Ich muss mich aber hier langsam ein bisschen konzentrieren. Ich glaube, sonst werde ich aus... Oh, nein. Oh, langsam. Ich glaube, ich werde es nicht nach oben schaffen. Meiner kämpft hier langsam. Meiner kämpft bis ins Ziel und hat's geschafft. Der GLE Bravos ohne Probleme. Oh Leute, langsam rutsche ich hier ein bisschen. Oh mein Gott, was denn hier los? Wird das hier etwa der erste Punkt für Russik? Ich muss es auch schaffen. Um ein Unentschieden. Nein, ey, bei mir hört sie auf mit der Leistung. Nein. Was? Nein! Nein! Und der hat zu wenig Power! Nein! Ja, er rutscht nach unten! Oh mein Gott, Leute, ich habe mich falsch entschieden. Das ist der erste Punkt für Russik. Es steht 3-1, Leute, und wir gehen wieder zurück. Aber Russik, jetzt gibt es wieder ein random Vehicle Battle. Und zwar jeder spawnt 3 und man müsste das größere bzw. höhere nehmen, okay? Alter, 1. 2. Oh Gottes Willen. 3. Ey, lol, die sind alle circa gleich groß. Welcher ist jetzt der höchste von denen? Also bei dir ist, glaube ich. Oh Gott, der mittlere oder der erste? Ich glaube, der mittlere sogar. Ich weiß es, warte mal. Ich muss mal hier mit meinem Kopf vergleichen. Okay, also der ist so, ja, einen halben Kopf kleiner. Ja, nee. Guck mal bei mir, wie ich schade. Was hast du? Boah, du hast nur Sportwagen, aber... Ja, und ein Rennauto. Ich muss hier auch mal vergleichen. Also ich glaube, der erste ist leider zu niedrig, dieser Maserati. Bei mir ist jetzt hier gerade die Frage, ob es der Range Rover ist, so ein Fake Rangery, oder das komische andere Auto. Welcher ist der höchste? Russig, ich glaube, der Rangy ist ein Ticken höher, oder? So ein Zentimeter. Ich glaube auch, ja. Okay, das heißt, ich nehme den Fake Rangy. Ich bin sehr gespannt, Leute. Wir fahren jetzt los. Let's go. Leute, komm, Rangy Power. Ist zwar kein Original Rangy, aber ein Fake Rangy. Vielleicht ist der ja trotzdem gut. Ich fahre jetzt hier einfach mal los. So ein Muscle Car. Muscle Car. Oh, Heckantrieb. Hat, glaube ich, nicht so guten Antrieb. Ich habe hier einen Rangy Geländewagen Allradantrieb. Ich hoffe, ich komme hier ein bisschen weiter. Aber ich glaube, beide Autos werden es nicht bis nach ganz oben schaffen. Nee, safe nicht. Aber mal gucken, wer hier vom Level her weiterkommt. Okay, Level 10 natürlich noch kein Problem für uns. Ich werde weiterkommen, weil du bist einfach zu schwer. Das kann sein. Also mein Auto ist schwerer, aber ich habe Allrad. Das darf man nicht unterschätzen. Du hast aber nur Heckantrieb. Ich bin so schön flach, Bro. Ja, ist doch egal. Das ist wichtig hier. Wegen den Windstößen. Wind kommt auch. Okay, hier ist natürlich auch windig hier oben auf der Rampe. Siehst du? Hat uns jetzt Russik hier beigebracht. Deswegen, ich bin direkt hinter dir. Guck mal, aus dem Weg. Nicht sabotieren hier. Guck mal, wie ich hier vorbei flitze. Ja gut, es geht ja aber nicht um Geschwindigkeit. Deswegen flitz mal vorbei und flitz mal aus der Kurve raus. Oh, eigentlich wäre auch witzig sowas mit Geschwindigkeitswandern, damit man einen Fehler macht vorne. Das wäre auch eigentlich crazy. Wer zuerst oben? Oh mein Gott. Boah, da muss man echt entscheiden, so gebe ich jetzt Gas oder wird der andere rausfliegen? Oh mein Gott, also ich bin hier schon... Nein, ich glaube, bei mir ist gleich Schluss. Ich glaube, bei mir ist jetzt gleich Schluss. Meiner wird hier schon richtig langsam. Also ich schaff's gerade noch so. Oh nein. Oh mein Gott, ich kämpfe. Ich kämpfe richtig. Komm schon, hol dir den nächsten Punkt. Ich kämpfe richtig. Nein! Nein, das schaffst du nicht, wa? Nein. Oh, Rangy, komm, nein. Nee, warte, ein bisschen, er rollt noch, er kämpft. Ich geb Gas. Ich bin weg, aber ich bin... Ja, du bist so, okay, er ist weitergekommen, ich geb hier auf. Das heißt, 3-2 für Russik. Ja, Comeback. Er macht wirklich Comeback hier. Okay, Russik, du darfst dich hier entscheiden, ein Porsche oder ein Muscle Car. Ey, du hast den Porsche mir gezeigt, was funktioniert. Ja, habe ich es mit dem Porsche nach oben geschafft gehabt? Ich weiß gar nicht mehr. Hatte der es geschafft? Ich glaube, du hast es mit dem Porsche geschafft. Oh nein, Leute, aber wir haben ja einen getunten Mustang, hat Heckantrieb, aber vielleicht kann der über die Leistung was regeln. Dann schauen wir es mal, Leute. Oh nein, aber der Porsche ist echt krass, der war wirklich gut. Oh nein, Leute, ich glaube, das sind safer Punkte schon wieder für Russik. Aber wer weiß, vielleicht verkackt er ja auch. Wir gucken mal, was wir hier mit dem Mustang regeln können. Okay, wir machen hier beide relativ schnell. Wir machen hier so ein kleines Race hier schon gefühlt nach oben. Oha, wieso bist du so schnell wie ich? Ich dachte, du traust dich sowas nicht. Nein, du bist doch Rentner, Max. Ich trau mich, Junge. Ich dachte, du wärst Rentner iCrimex. Nein, ich bin 24 Jahre alt. Ich darf das. Ich bin noch kein Rentner. Ich dachte, du wärst iCryRentMax. iRentMax. iRentMax. iRentMax, Leute. Wer kennt ihn nicht? Wow, der bei Russik fährt übelst clean durch. So schnell kann ich gar nicht hinterherfahren. Also ich sag dir so langsam in der Kurve merke ich schon... Oh Gott. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich aufpassen, Bro. Mustang macht's eigentlich noch gut hier. Und hat einen richtig schönen V8-Sound, Leute. Also langsam muss ich hier tatsächlich aufpassen. Oh, ich aber auch. Okay, wir haben es hier bis zu 50 geschafft. Oh, und ab der 50 wird es immer sehr, sehr hart. Oh, das ist sehr schwer hier. Okay, ich bin in der letzten Kurve. Mustang! Ich glaube,
Mustang Power! Oh, ich glaube... Oh mein Gott, der Porsche kämpft, der Porsche kämpft, der Porsche kämpft! Oh mein Gott, oh mein Gott. Nein. Oh. Uff. Come on, come on, der Mustang kämpft auch. Der Mustang kämpft! Hast du es geschafft bis nach ganz oben? Ja. Oh mein Gott, nein. Mit Ach und Krach, aber sei das war's bei mir! Nein, nein, die Reifen drehen durch! Ja! Auf Wiedersehen! Okay, 3 zu 3, Russik hat gut aufgeholt, Leute. Oh mein Gott, schade, ich hab's nicht ganz hoch geschafft. Okay, Russik, jetzt pass auf! Jeder spawnt 5 Fahrzeuge und darf sich einfach eins aussuchen. Oh, okay, ein Taxi ist gut. 2, nee, ist glaube ich nicht gut. Oh nein, das ist auch nicht gut. Oh, der ist stark. Gönne mal was Sportliches hier oder so. Oh mein Gott, was habe ich denn für einen Müll hier bekommen? Alter, ich habe wirklich den kompletten Müll gezogen. Willst du meine sehen? Ja, komm, mach mal deine. Hier, das erste, Jetski. Ja, richtig. Komm, nimm den doch, nimm den doch. Oh, was ist das denn? Okay, so ein Future Car. Oh, Mercedes Future Car. Oh mein Gott, lol. Was ist das, Aston Martin? Das ist ein Aston Martin, Fake Aston Martin. Anhänger und was wird das letzte? Und... Oh, sieht aber sportlich, also sieht auf jeden Fall sportlicher aus als bei mir, ne, muss man sagen. Boah, aber ich sag dir ehrlich, absolut keine Ahnung, was ich jetzt nehme, ne? Ja, dann musst du dich jetzt mal entscheiden. Also ich glaube, ich nehme den Zukunftsbenz. Okay, alles klar, ich nehme hier diesen Subaru. Ich hoffe, Leute, der wird es schaffen. Ist so ein Rallye-Car irgendwie so ein bisschen. Vielleicht, wer weiß, vielleicht ist er gar nicht mal so schlecht, aber ich hatte nicht so gute Sachen. Ich fange jetzt einfach schon mal an, Russik, du kannst ja mal hinterherfahren. Ja, ja, fang an, ich hol dich doch her. Aber ist relativ schnell eigentlich die Kiste, also wird schnell... Bis jetzt macht er das hier ganz gut. Oh Gott, ich glaube, das war eine falsche Entscheidung. Echt? Ich weiß nicht. Leute, ich hoffe, Russik hat es falsch entschieden. Ich tue jetzt schon ein bisschen wackeln in den Kurven, zu driften. Ja, meiner ist aber auch voll das Driftcar, also meiner driftet auch rum. Aber es hat gute Geschwindigkeit. Also, ich habe mich jetzt schon sogar einmal gedreht. Was? Oh yeah. Leute, sehr, sehr wichtig. Das wäre ein wichtiges Ding. Ich glaube, ich habe mich ganz falsch entschieden. Okay, mal 30er Punkte. Okay. Wenn ich bis zu 50 komme, bin ich zufrieden. So, okay, ich bin beim 40er. Okay. Komm, Subaru Power, Subaru Power. Okay. 50 oder noch nicht? Jetzt gleich. Oh, jetzt wird's aber schwer. Es wird schwer, aber er schafft's doch. Okay, ich hab die 50, ich hab die 50. Ich hab die 50 erreicht. Aber jetzt ich schaff. Die 50 glaube ich auch. Ja, aber ey, ich tue mir jetzt so schwer. Oh mein Gott, ich tue mich hier unnormal schwer. Aber ich bin auf dem Weg. Ich bin direkt hinter dir, Bro. On the road to the 60. Oh mein Gott, ich tue es mir da, wo du dir gerade so schwer getan hast, auch so richtig schwer. Okay, ich glaube, die nächste Kurve schaffe ich gar nicht. Da, wo du gerade bist, schaffe ich glaube ich nicht mehr. Come on, er fährt noch. Super. Guck mal, wie ich runterfalle. Fällst du runter? Ich bin unter dir runtergefallen. Ey, der Subaru! Okay. Aber bist jetzt. Bist wirklich ein paar Meter weiter. Jetzt ist hier Schluss. Aber Leute, es sind nur wenige Meter, aber trotzdem sind wir weiter. Und das heißt, ich darf mich wieder entscheiden, Leute. Let's go! Ja, Russik, wenige Meter machen aber trotzdem was aus. Jetzt kommen wir zu einem SUV-Level. Ein Audi Ersco 8, sehr stark. Oder direkt neu von Touren sein neuer OP-Toulouse. Ich werde natürlich den OP-Toulouse nehmen, weil der ist halt einfach OP. Touren hat den aufgetunt. Deswegen werden wir den jetzt nehmen. Aber Russiks Audi Ersco 8 ist auch nicht schlecht, ne? Also muss man auch sagen, der ist halt einfach OP. Okay, dann fahren wir mal los, Leute. Let's go, let's go. OP-Toulouse, komm mal, zeig mal, wie weit du kommst. Zeig mal, wie weit du kommst hier, OP-Toulouse. Wow, wow, wow. Ich muss hier aufpassen, dass ich nicht zu schnell mit dem mache. Der ist ja so schnell von Touren getunt. Oh mein Gott, Leute. Okay, wir dürfen hier das Gaspedal immer nur so antippen. Leicht. Oh mein Gott, ey. Was hat Touren denn da gemacht? Das ist ja ein Monster, Leute. Das ist ja ein Monster. Das ist ein Monster, das stimmt. Also, Bro, das ist wirklich abartig. Aber ich glaube, bei dir läuft es auch gut. Bei mir läuft es jetzt auch in Ordnung. Ich habe einfach nur Angst. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass der OP-Toulouse das schaffen wird. Ich mache mir mehr Gedanken, dass ich hier reinchoke, weil der einfach zu schnell ist, dass ich irgendwie hier unnötig rausfliege oder so. Oh mein Gott. Und die Lenkung ist auch so ultra direkt bei dem Fahrzeug. Guck mal, okay, jetzt komme ich ins Driften. Der klebt hier an der Straße, als gäbe es keinen Morgen, ne? Das ist dem so egal, dem OP-Toulouse. Der fährt hier einfach. Schau mal, Leute, wir sind fast ganz oben angekommen.
Und jetzt wieder Kickdown. Ich gebe an der 90-Grad-Kurve Gas und er fährt einfach. Und ich habe es natürlich nach oben geschafft. Oh mein Gott, ich bin in der letzten OP Kurve. Toulouse. So, wir beobachten mal Russik. Wo ist er? Letzte Kurve, letzte Kurve. Nein! Oh! Und nein! In der letzten Kurve fliegt er raus, Leute. Oh mein Gott, sehr, sehr knappes Ding. Aber das bedeutet 5 zu 3 für uns, Leute. Okay, Russik, wir machen jetzt ein ganz schnelles Battle. Und zwar jeder spawnt eins für den Gegner. 3, 2, 1, let's go. Oh, ich hab dir was voll Gutes gespawnt, Bro. Okay, danke. Fake Audi R8, ja. Oh, ein Motorrad. Ja. Weiß ich jetzt ja nicht, Leute. Also, es ist ein schlechtes Motorrad. Es ist so ein komisches Japan-Rally-Motorrad. Ja, es ist halt wir fahren mal los. Schmutz, gleich ehrlich. Echt? Kennst du das schon? Nee, also, es sieht Schmutz aus. Es sieht nach Schmutz aus, ja. Aber wer weiß, vielleicht hat es ja den Ultra-Grip. Vielleicht gibt es ja in Japan öfter solche Rennen und das wurde extra dafür angefertigt. Wie so eine 90-Grad-Kurve. Nee. Ja, ja. Okay, Leute, komm, tust du sie jetzt schon schwer oder so? Nö, nee, also bis jetzt alles easy. Also Motorräder haben ja in der Regel mehr Grip als Autos, ne? Also deswegen, vielleicht ist das gar nicht mal so schlecht. Ja, aber na, wird schon ein bisschen knifflig? Nö, alles gut. Alles vielleicht gut. Vielleicht jetzt schon ein bisschen mehr kniffliger? Nö. Okay, weil ich bin direkt hinter dir, ich kann dich auch einmal andipsen oder nicht? Ey, ohne andipsen. Oh, moin Meister. Okay, er überholt. Oh, ich werde hier langsamer. Ey, das Ding hat ja wirklich überhaupt keine Leistung. Also vom Grip her geht's voll gut, aber ich glaube, mir fehlt es hier ein bisschen an der Leistung einfach am Ende des Tages. Ah, wir fahren mal weiter. Oh, oh. Also ich glaube, die nächste Kurve werde ich nicht mehr schaffen. Echt? Jetzt schon? Was? Nein! Ey, das Ding ist irgendwie so. Lol, ist das Ding schlecht. Okay, ich bin raus. Aua! Beobachten, Russik. Was ist passiert bei dir? Bro, das Ding hat sich irgendwie so verkantet und dann konnte ich nicht mehr fahren. Wo bist du denn? Oh, Russik. Ich bin ganz wild am Kämpfen. Okay, das ist die letzte Kurve, Russik. Ich drifte jetzt rein. Irgendwie ist das bei mir verschwunden. Ich glaube, ich habe das aus Versehen zur Seite gezogen. Okay, Leute, Russik jetzt hier auf der finalen Strecke. Das ist die letzte Kurve. Nein. Und er ist raus, Leute. Aber trotzdem ist er weitergekommen als ich. Und das bedeutet, es geht 5 zu 4. Voll das spannende Battle. Okay, Russik, wir kommen jetzt zum letzten Level. Und zwar, es gibt hier einmal den Spider-Man-Anzug oder den OP-Lambo. Okay, er nimmt den OP-Lambo. Der wird safe auch nach oben schaffen. Aber ich glaube, Russik hat sich falsch entschieden, denn ich werde jetzt den Spider-Man-Anzug nehmen, Leute. Oh mein Gott, Leute, wir sind als Spider-Man. Schau mal, wie schnell wir allein jetzt rennen können. Ja, ist ja okay für mich, aber ich hab Spider-Man. So, und warte mal, wo ist hier meine Spider-Man-Waffe? So, ich habe jetzt hier meine Spider-Man-Waffe. Und wisst ihr was, wir rennen jetzt hier einfach mal mit ihm mit. So, bis jetzt, alles gut. Wir sind natürlich nicht Sonic, wir sind nicht ultraschnell, aber wir sind Spider-Man. Das heißt, wir haben hier diese Spinnennetze an unseren Fingern und wir haben natürlich auch den Ultra-Grip, um uns einfach überall mit unseren Spinnennetzen hochzuziehen. So, zack. Ja, fahr mal vor, Russik. Ich werde euch jetzt mal zeigen, wie Spider-Man das hier macht. Kein Problem, Bro. Ich schaff das locker. Ja, das wirst du bestimmt locker schaffen. Denn, meine Freunde, soll ich euch mal die Spider-Man-Waffe zeigen? Ich kann mich nämlich ganz easy irgendwo hinziehen. Zack, ich mach hier sowas dran und dann... Whee! Einfach hinziehen. Wir können hier quasi wie so ein Bergsteiger einfach machen. Und ich würde sagen, Leute, wir gehen jetzt einfach mal hier nach oben. Oh, Leute, wir sind jetzt hier auf schon ein richtig hohes Level. Und hier wird es langsam ein bisschen steil für mich. Was heißt hohes Level? Ich bin mit der letzten Kurve. Und Jibi! Oh, okay, Leute. Oh nein, ich häng fest. Max, ich bin schon durch. Ich muss hier Bergsteiger-Action machen. Ich hab's geschafft. Ja! Ich zieh mich aber hoch mit den Spider-Man. Mit der Spider-Man-Waffe. Okay. Und, ich bin verglitscht. Okay, ich hänge in meinen eigenen Netzen. Ich glaube, ich hätte lieber den Lambo nehmen sollen. Ich hänge hier in meinen eigenen Netzen fest. Okay, Leute, der Punkt geht, glaube ich, an Russik. Aber dann würde ich sagen, ich stehe jetzt 5 zu 5. Vielleicht war Spider-Man doch nicht die beste Wahl und man sollte dann doch lieber einen Lambo nehmen, Leute. Bisschen kalt geworden, ne? Ja, ist echt ein bisschen kalt geworden, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da. Und ich würde sagen, Amir, du weißt, wie wir immer starten und zwar mit einem random Vehicle Battle. Spawn einfach gerne mal ein Fahrzeug. 3, 2, 1, let's go! Also, ich habe hier, glaube ich, gefühlt schon mal das Schlechteste überhaupt bekommen. Ich habe hier einen Reisebus. Ja, Bro, das wird aber besser sein als dieser Reisebus, den ich habe. Oh, Leute, das hier ist irgendwie hier so ein Reisebus, Leute. Und ich komme nicht mal hier diese Ding hoch, Bro. Was ist das? Digga, hier, guck mal, hier hänge ich schon. Was ist das? Okay, also ich helfe hier mal ein bisschen nach, Leute. Weil wir wollen natürlich hier richtig auf die Eisrampe hochkommen. Und jetzt schauen wir mal, wie hier dieser
Touristenbus oder wie man das Ding hier nennt, Reisebus, wie das Ding hier abschneidet, Leute. Ich habe auch heute bei dem Experiment wirklich gute Battles gemacht, Leute. Also zum Beispiel, wir sehen einen Rolls-Royce gegen einen Range Rover oder wir sehen einen Mercedes gegen einen BMW. Also wirklich realistische Battles. Okay, Armin zieht hier auf jeden Fall schon im Quad an mir vorbei. Bis jetzt schlägt sich der Bus tatsächlich noch ganz gut hier, aber ich glaube, das wird... Oh Gott, ey, der ist... Also, Bro, was? Was? Das ist hier wirklich das schlechteste Fahrzeug aller Zeiten. Ich falle jetzt schon runter. Das Ende gibt wieder Doppelpunkte, ne? Das Ende gibt Doppelpunkte. Wir beobachten mal Armin, wie es bei ihm hier weiterläuft. Und wie weit wird es das Quad schaffen, Leute? Wir sind hier wieder heute im Auftrag der Wissenschaft. Aber ich glaube, so ein Quad ist nicht schlecht eigentlich hier im Schnee. Ist ja auch ein Offroad-Fahrzeug, oder? Oder es driftet ihn jetzt schon hier ein bisschen nach außen. Also ich glaube, allzu lang wird er nicht mehr klarkommen, aber... Bis jetzt, wird hier ja schon wirklich steil, Leute. Guckt euch das mal an. Er kämpft sich hier noch nach oben. Er kämpft, Leute. Ja. Und wie weit kommt er? Ah, ja! Oh noch mein geschafft. Gott. Aber ist gleich Ende. Nächstes wirst du safe nicht mehr schaffen. Und Ende im Gelände. Aber trotzdem, der erste Punkt geht an Amir. So, Amir, du hast das erste Battle gewonnen, deswegen jetzt BMW X6 oder ein VW Touareg oder so. Wer ist das bessere Fahrzeug? Okay, ich hol den Amir BMW. Nimmt hier schon den BMW X6 M, Leute. Ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Wahl. Ich glaube, den hätte ich auch genommen, aber ich glaube, dieser VW ist vielleicht auch nicht schlecht. Okay, Leute, los geht's, Freunde. Ich bin jetzt schon voll am Driften. Alter, ich merke es auch schon. Ey, die Autos rutschen hier jetzt schon weg, Leute. Mal gucken, welches der beiden SUVs besser für den nächsten Winterurlaub gemacht ist, Freunde. So, okay. Ich glaube, keins von den beiden Fahrzeugen. Soll ich da noch fahren? Ich weiß irgendwie auch nicht. Hier, so dieser VW, der ist ein bisschen getuned. Oh mein Gott, man rutscht hier so krass in die Kurven rein. Was ist das, Leute? Man darf echt kein Gas geben, Alter. Oh mein Gott, okay. Oh mein Gott, man muss hier richtig aufpassen, dass man nicht aus den Kurven rausfliegt. Oh mein Gott. Das ist so eine rutschige Angelegenheit hier. Okay, Amir schafft es hier noch ganz gut. Okay, jetzt langsam, jetzt ganz ruhig. Ja, aber geht. Ich habe hier immer Angst, aus der Kurve rauszufliegen. Oh, komm schon. Oh mein Gott, okay. Oh, ja, sehr gut. Oh mein Gott, habe ich das perfekt gerade genommen. Ja, okay, nice. Aber ich glaube halt, guck mal, weil jetzt mache ich das noch mit richtig Show Saft, also so sanft. Aber ich glaube, später werde ich einfach rausrutschen, weil ich keine Geschwindigkeit mehr habe. Ja, Bro, jetzt okay. So, das war bei mir auch eine Kritik. Okay, haben wir jetzt nächste geschafft. Okay, warte ab. Das war schon richtig. Pass auf, ne? Das wird gleich richtig ekelhaft. Ich werde einfach nur nach außen getriftet vom Schnee. Es rutscht, es ist eine rutschige Angelegenheit, aber... Oh, ja, Mann, ich hab's geschafft. Oh mein Gott! VW-Power, oh mein Gott, was? Armin schafft nochmal das nächste. Am Rand hab ich's gerade so geschafft. Komm. Lenken. Ja, oh mein Gott, der hat aber guten Grip, Digga. Der VW hat sehr guten Grip. Hier bin ich raus. Okay, das jetzt hier... Hier bin ich raus. Hier kann ich jetzt punkten. Aber es rutscht, es drückt mich nur nach außen. Es drückt mich nur nach außen. Beide Fahrzeuge circa gleich. Okay, Armin, das bedeutet immer noch 1-0 für dich. Jeder spawnt jetzt einfach mal zwei Fahrzeuge und darfst du jetzt aussuchen. Oh, Motorrad. Was machst du denn, ey? Hey, lass mich los! Alter. Okay, zwei. Okay, ich glaube, ich nehme das Motorrad lieber. Ich glaube, Motorrad ist... Ich weiß es nicht, Bro, aber dieser Oldtimer... Stimmt, Motorrad eigentlich auch ganz gut. Digga, das Motorrad... Also, ja, gut. So oder so, der Oldtimer ist total Schmutz. Mal gucken, ob das Motorrad irgendwie besser ist, Leute. So, vielleicht am besten mit einem Motorrad ins Skigebiet fahren hier für den Winterurlaub. Schau mal, Leute, ich mache hier extra für euch die Sicherheitschecks, ja? Damit ich, wenn ihr... Ich weiß ja, die Winterferien stehen vor der Tür. Damit ihr auch natürlich alle wieder sicher nach Hause kommt, mache ich heute für euch schon mal die Fahrzeugchecks hier einfach. Wofür braucht man TÜV, wenn man einfach iCramix Experimente schaut? So ein Ding ist das. Okay, wie sieht's bei dir aus, Armin? Wie läuft's? Sieht gut aus, Leute. Also, ne? Einfach mal die Winterreifen drüber schicken. Genau, wir testen das. Wir testen, wie wintertauglich euer Fahrzeug ist, Leute. So, also ich muss sagen, also, das Motorrad, Digga, das macht's übelst gut. Naja, Motorräder sind, glaube ich, gut für die das juckt das Motorrad irgendwie gar nicht hier. Ich muss sagen, ich habe ganz gut Griff, aber ich muss aufpassen, dass ich zu stark lenke, weil dann rutsche ich weg. Alter, Motorräder sind wirklich der Gamechanger auf dem Eis. Okay, also Leute, ihr merkt schon, das ist nicht ganz so realistisch hier in GTA. Aber ich glaube, bei manchen Autos ist das schon irgendwo realistisch. Bei manchen macht das schon Sinn. Motorräder haben natürlich hier vom GTA aus schon echt einen guten Grip, Leute. Naja, okay, ich glaube nicht, dass ich die nächsten 20 schaffe. Alter, der liegt so krank auf der Straße. Was ist das? Ey, Bro, guck mal, ich bin jetzt hier schon auf so einer Neigung, wo der Schnee schon langsam aufhört. Der Schnee hört hier schon auf, stehen zu bleiben. Guck mal, ich bin ja bei Level 50. Genau, der Schnee, der bleibt nämlich weg, weil es hier schon zu steil ist. Guckt euch das mal an, wie steil das ist. Der Schnee bleibt hier nicht mal mehr liegen. Wow, Alter. Oh mein Gott. Das Motorrad. Ich bin rausgefallen. Guck mir mal zu. Wie krank Grip haben diese Motorräder denn hier? Aber jetzt vorbei bei dir. Bro.
Er fährt noch, Digga. Nein, jetzt ist vorbei. Das schaffst du niemals. Sag niemals nie, Bro. Niemals. Sag niemals nie. Niemals. Ja. Komm schon. Was? Bro. Motorrad. Ey, steht einfach 2-1. Motorrad, jetzt. Anderes Level. Krass. Nee, okay, 1-1. 1-1 steht's jetzt. Nein, du hast bis zum Ende geschafft. Ach stimmt, da kriegt man ja doppelte Punktzahl. 2-1, let's go. So, weil ich jetzt gewonnen habe, darf ich mich entscheiden und ich nehme hier die neue G-Klasse. Ja. Die Elektro-G-Klasse. Aber ich muss auch ehrlich sagen, hier der Land Rover, hier Defender ist auch ein krasses Offroad-Auto. Also ich weiß nicht, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich vertraue einfach auf die neue Elektro-G-Klasse. Ich mal rutsch gucken. So weg. Oh mein Gott, guck, ich rutsche. Guck mal, ich lande. Lass mal ein bisschen zusammenfahren. Lass mal hier so eine Winterexpedition machen. Okay. Ja, mal gucken, was jetzt hier besser abschneidet. Land Rover Defender oder ein G63 AMG, aber der neue Elektro-G-Klasse ist das hier sogar. Mal gucken, ich würde mal sagen, wenn die Leute jetzt ein Like da lassen, dann ramme ich dich. Alter, ey, hör auf. Oh, ich sehe Likes, Ey, Digga, du kleiner. Okay. Okay, Leute. Ey, die Leute haben geliked, was soll ich wenn machen? Wenn ihr jetzt nochmal ein Like da lasst, wird Armin jetzt gerammt. Nee. Oh mein Gott, ich muss schnell weg. Aber ich kann nicht so schnell fahren. Ey, komm mal her. Ey, Max, ich hab dir doch geholfen. Das ist eigentlich voll gut für dich, oder? Nee. Du hast mir. Oh, die G-Klasse ist gut. Also bis jetzt liegt der echt noch gut auf der Straße. Wie läuft's bei deinem Land Rover? Sehr gut, sehr gut. Und der ist auch richtig stabil. Der kann nicht gerammt werden. Ah, kann er nicht? Ey, Max, alles cool. Wir sind frei. Jetzt hast du mich einmal gerammt. Okay, wir sind quitt. Oh mein Gott, Leute. Oh. Mein Gott, ich bin fast rausgefallen. Nein! Ich bin dumm, Digga. Ja! Ich schaff's! Ich bin dumm, ich bin einfach zu weit nach außen gerutscht. Ja, aber weiter schaff's nicht. Den Punkt hol ich mir ab. Oh mein Gott. Das war ja so lost von mir. 3-2 für Amir. Ich meine natürlich 2-2. Okay, Amir, weißt du was? Wir machen hier ein kleines Doppellevel. Obwohl, welchen würdest du nehmen? Den hier, den Rangy. Ja, ich würde den auch nehmen. Das heißt, wir können doch nicht machen. Jeder spawnt doch nochmal eins für sich. Jeder spawnt eins für sich. 3-2-1. Oh nein. Was hab ich denn? Was ist das denn? Hä? Wo bist du denn? Ich hab irgendein unsichtbares Off-Ride-Auto. Supreme Off-Ride-Auto. Was ist das denn? Mach mal Auto-Upgrade. Soll ich mal Auto-Upgrade machen? Ja. Mal gucken, was da passiert. Es ändert. Ja, doch. Oh! Ja, siehst du? Alter, aber das ist so ein kranker Tuning-Mazda. Und der ist schnell. Oh Gott, der ist zu schnell. Der ist irgendwie krank getuned, die Kiste. Hey! Tschüss, Amir. Okay, komm, du darfst nochmal hochkommen. Also ich glaube, oh mein Gott, Digga, das ist so ein OP-Auto. Der wird übelst schnell. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn ich mit dem jetzt nicht dumm fahre, wenn ich mich konzentriere und an den richtigen Stellen beschleunige, könnte der wirklich krass sein. Alter, Digga, guck dich das mal an. Bist. Der hat ja einen übelsten Grip. Und wenn ich mit dem Gas gebe, der beschleunigt direkt raus. Lol. Ey, Leute, das ist so unfair, was das ist ein OP-Auto, Digga. Das ist ein OP-Auto. Hier dieser, ist gar kein Mazda, ist ein Toyota. Irgendein getunter Toyota ist das, Leute. Mal gucken, ob ein Tuning-Toyota gut für den nächsten Skiurlaub ist, Leute. Oh mein Gott, Bro, was ist das denn hier? Glaube nicht. Eigentlich nicht, Leute. Eigentlich glaube ich auch eher weniger, aber das Ding hier, das hat Grip ohne Ende. Ich liege hier so heftig auf der Straße. Ich bin jetzt schon da, wo der Schnee langsam aufhört. Guck mal da hinten, nee, Amir. Guck mal, wer der da hinten ist. Wir fahren mal weiter, Leute. Oh, Leute, komm jetzt. Oh. Weißt du was? Guck mir doch mal zu. Ja, komm. Digga, der ist übel krank, der Wagen. Wird der es wieder bis nach ganz oben schaffen, Leute? Soll ich mir noch mal schnell 2 Punkte abholen? Oder. Oh mein Gott. Oh. Oh Alter. Bisschen Drifting. Ah, du hast noch geschafft. Bist noch im Game. Oh. Nein, ich bin rausgerutscht. Eine Stufe davor. Oh Mann. Leider nicht die doppelte Punktzahl geholt. Ich bin jetzt rausgerutscht. Aber trotzdem Punkt für mich, Leute. 3-2. Und ich werde mir dann jetzt erstmal schön den Range Rover Mansory nehmen, Leute. So, ich nehme hier den Range Rover Mansory. Aber es ist auch ein interessantes Battle, weil wir haben einen Range Rover gegen einen Rolls-Royce Cullinan. Also hier quasi das Duell der Engländer hier. Der einzige Vorteil hier bei dem Rangy ist natürlich nur, der hat nochmal ein Mansory-Tuning. Also der hat ein paar PS mehr als Serie. Wer weiß, vielleicht bringt das ja ein bisschen was. Aber Rolls-Royce Cullinan. Man liegt aber auch gut auf der Straße. Ja, auch nicht schlecht. Aber ist auch schwer, die Kiste. Ne? Also ich glaube, bei so einem Rolls-Royce Cullinan könnte das vielleicht auch irgendwann mal schwierig werden, was das Gewicht angeht. Dass einfach das Gewicht das Ding runterdrückt, wenn es steiler ist später. Aber wir werden es rausfinden. Okay, beide SUVs sind hier noch ganz gut am Abschneiden. Und zack, das nächste Easy sogar geschafft. Oh, bei mir ist langsam, ich merke, der wird so ein bisschen nach außen gedrückt. Jetzt schon. Oh, dein aber auch, ich sehe es.
Ich sehe es am Fahrverhalten. Ja, aber ist alles geplant. Alles ja, geplant. Okay. Ich fahr mal hier genau in deinem Windschatten. Ich guck mir mal an, was du da machst. Ah, okay. Meiner liegt ein bisschen besser in der Kurve. Du wirst weiter nach außen gedrückt. Oh, Amir im Rolls-Royce. Cullinan ist raus. Der Punkt geht jetzt schon an mich. Und der Range Rover schlittert auch jetzt raus, Leute. Aber das bedeutet 4-2. So, Amir, weil du hinten liegst, lasse ich dich einfach jetzt mal entscheiden beim nächsten Ding. Wir machen jetzt kein Random Vehicle Battle. Entscheid du dich. G-Klasse Brabus gegen BMW X5. Okay. Okay. Ja, ich glaube irgendwie den. BMW X5. Ja, also BMW ist ja auch irgendwie bekannt dafür mit dem X-Drive, dass sie auch ganz gut im Schnee klarkommen. Allrad und so, dies, das, Ananas, ihr wisst Bescheid. Mhm. Mal gucken, ob hier die G-Klasse mit Brabus-Tuning... Oh, der fühlt sich auf jeden Fall gut an. Oh Gott, meiner dreht, die Reifen drehen hier schon durch. Vielleicht ist der hier durch das Brabus-Tuning schon fast ein bisschen zu übertuned, um im Schnee zu fahren, Leute. Oh, der Brabus tut sich echt schwer. Die Reifen drehen hier jetzt schon durch. Er tut sich sehr, sehr schwer. Von X5 ist sehr stark, ne? Der Punkt wird wahrscheinlich an Amir gehen. Ich bin raus. Ich bin raus. Krass. Krass. Okay, das heißt, der Punkt geht an Amir. Okay, wir kommen zum nächsten Battle. Amir, was würdest du denn hier nehmen? Urus, wenn du dich entscheiden könntest, den Urus, okay. Ja, weißt du was, dann können wir uns auch hier ein Random Vehicle Battle sparen. Dann nimm du den Urus, ich nehme den Bentley Bentayga. Ich glaube irgendwie an den Bentley. Ich bin Bentley-Fan, du kennst mich doch. Der Bentley Bentayga Speed oder irgendwie sowas, der war auch mal der schnellste SUV, wurde jetzt von dem Urus Performante abgelöst. Mal schauen, Leute. Ja. Also ich glaube, ich bin Bentley-Fan. Mal gucken. Oh, Bentley nein, Bentayga gegen Urus. Er hat keinen guten Grip. Okay, das merkst du jetzt schon. Ja, das merkst du, wie der sich in Kurven verhält. Okay, okay, so. Oh Gott, halt, deiner ist ja übelst am Rumrutschen. Okay. Ja, ich war zu schnell. Ich glaube, ich habe mich hier für den Bentley richtig entschieden. Hier schön die Familienkutsche, Leute. Schön so ein Familien-Bentley ist das. Tag, Leute. Damit kann man doch in den Skiurlaub fahren. Oh, der Urus zieht an mir vorbei. Okay, aber ist natürlich hier kein Ding. Der Urus halt schnell, weißt du? Der Urus ist wahrscheinlich schneller, ja. Okay, jetzt ist man hier. Bist du auch schon ein bisschen am Kämpfen? Ja, klar. Ich muss hier voll langsam anfahren. Meiner ist auch schon am Kämpfen hier. Digga, ich werde nur nach außen gedrückt. Ich bin vorbei. Ja! Ja! Bei mir ist over. Nein! Der Lamborghini Urus macht hier den Punkt. Und somit steht es 4-4, Freunde. Okay, Amir, es steht 4-4. Ja, und jetzt wird jeder 3 Fahrzeuge spawnen und man darf sich davon eins aussuchen, ja. Jetzt machen wir hier mal wieder ein bisschen spannend. 1. Oh, eine Mercedes X-Klasse, auch interessant. 2, ein Fahrrad. 3. Oh. 2, oh, Entschuldigung. Oh, Leute. Boah, jetzt ist die Frage. Soll ich hier so einen gepanzerten Fake Range Rover nehmen oder diese Mercedes X-Klasse? Weißt du was? Ich versuche. Oh mein Gott, er hat einen Lambo. Oh. Alter, mit Camouflage, der sieht ja übelst krass aus. Ich nehme hier die Mercedes X-Klasse. Aber auch schon wieder ein interessantes Battle. Nimmt man so einen Offroad Mercedes oder einen Lambo lieber? Okay, testen wir mal, Leute. Let's go. Komm schon, Mercedes X-Klasse. Lass mich jetzt hier bitte nicht. Oh Gott, ich merke. Ich glaube, das Ding ist kacke. Ich glaube, die X-Klasse, deswegen wird das Ding auch nicht mehr gebaut hier. Oh. Ich nehme an, mit deinem Lambo läuft es ganz gut da vorne. Ja, ja, alles tutti frutti, ne? Alles tutti frutti. Oh Gott, okay. Man merkt einfach jetzt schon, wenn so ein Ding schlecht in der Kurve liegt. Ja, ja, ich sag ja, ich habe mir auch gemerkt, dass du Schwierigkeiten hatte. Ende im Gelände, Digga. Digga, ich werde jetzt schon so weit nach außen gedrückt mit dieser Mercedes X-Klasse. Das Ding ist total Schmutz, Mann. Das ist ein Baustellenfahrzeug, aber nicht gut, um ihn damit in Skiurlaub zu fahren. Ja, und ich werde hier nach... Ich kann nichts machen, Digga. Ich werde nach außen gedrückt. Ende. Ende im Gelände bei mir. Und damit steht es 5-4 für Amir. Wir gucken mal, wie er noch mit dem Lambo hier abschneidet. Alter! Ah, oh, schade. Krass, nicht schade. Schlecht. Ja, okay, Amir. 5-4 für dich. Du darfst dich wieder entscheiden. So, was nimmst du denn, Amir? Ich nehme hier Kunifit. Keine Ahnung, warum. Der aber sieht auch krass aus, ja. Der hat richtig fette Offroad-Reifen. Ist, glaube ich, auch irgendwie heftiger, dieser Ford Raptor oder was das ist, gegen so ein GMC. Also beides amerikanische Pickup-Trucks hier. Boah, aber der von Amir ist natürlich krass getuned. Mal gucken, welcher amerikanische Pickup-Truck hier besser ist, für ins Skigebiet zu fahren. So. Okay, also du hast mal 6 Reifen, ne? Du hast 6 Reifen und hast voll die Offroad-Reifen auch. Also das sieht schon wild aus. Meins sieht irgendwie eher nicht so gut dafür aus. Aber schauen wir mal. Oh, du bist aber auch schon voll am Rumrutschen, kann das sein? Oder machst du das mit Absicht? Ja, weil ich gerade voll Gas gebe und dabei lenke. Okay. Alles ist gut. Ey, Max, geh mal weg. Ey! Hallo! Hallo! Digga, hör mal auf, dich nach außen zu drücken hier. Du kleiner Ehrenloser hier. Ich glaube, jetzt wird es schwierig. Ab 30 wird es immer schwierig. Oh.
Okay. Oh, meiner kämpft schon von der Leistung her. Schwierig, schwierig. Aber okay. Man muss immer das richtige Maß an Leistung. Ja, ja, Digga. Wann gibst du Gas? Richtig Gas geben. Wenn du zu viel Gas gibst, rutschst du raus. Zu wenig, schaffst du es nicht hoch. Ich hab's noch geschafft. Oh mein Gott, hab ich ihn noch hochgekämpft. Ende. Ende bei mir. Er rutscht raus. Ja? Amir, aber beim nächsten rutscht er auch raus. Das bedeutet 6 zu 4 für Amir, Leute. Okay, Amir, so, wir machen weiter. Ja. Max, weil du hinten liegst und ich besser bin, darfst du nächsten aussuchen. Ey, ich hab dich zweimal entscheiden lassen. Jetzt mach mal hier nicht so. Aus, ja, okay. Mein Freund. Leute, nächstes Level: ein 7er BMW gegen ein Rolls-Royce Phantom. Ich würde den BMW lieber nehmen, weil ich glaube, ein BMW ist sportlicher als ein Rolls-Royce und der Rolls-Royce ist, glaube ich, echt schwer und wird runterrutschen, ja? Okay. Ja, steig mal ein, fahr mal weg, damit ich hier einsteigen kann. Sonst mache ich hier die Tür nur kaputt hier, ne? So. Ja, wie? Lass ich deine Autos hier oder muss ich wieder zurückgeben? Ja, das sind hier Leihautos. Oh, Leute, komm, 7er BMW. Ey, BMW ist doch dafür bekannt. X-Five ja, okay. Und so. Ja, ich glaube, der Rolls-Royce ist sehr, sehr schwierig hier. Digga, der rutscht ja wie sonst was. Sehr, sehr schwierig. Komm, 7er BMW, du machst das schon. Ich sehe doch da schon links über dem Schein, über dem Rücklicht, auch dieses X-Drive-Logo. Der hat auf jeden Fall Allrad. Wenn du ja so ein krasser Drifter bist, dann ist das ja kein Problem für dich hier. Ja, siehst ja, wie ich gerade hier flawless durchkomme, oder? Die Eisrampe. Komm hier langsam näher. Also ich glaube, ich schaff's ein bisschen schneller als du auf jeden Fall. Ja, klar, aber ich werde driften muss hier. Okay. Mit Präzision. Ach, Digga, aus dem Weg hier mit deiner Rentnerkiste. Haha. Guck mal da hinten, wie er am Schludern ist. Tschüss, Amir. Ach, Mann. Hätte ich gerade jetzt geschafft. Raus. Ey, Digga, du bist stehen geblieben. Oh, aber... Oh Gott, und hier ist bei mir aber auch Schluss, Leute. Aber das bedeutet, der Punkt geht an mich. Es steht 6 zu 5 für Amir. Nächstes Battle wird auch sehr krass mit OP-Truck gegen Unimog. Nee, nee, wir machen erstmal ein Random-Vehicle-Battle. So, Amir, und zwar machen wir jetzt 5 Fahrzeuge spawnen. Du darfst dir davon eins aussuchen. Ach, 2... 3. Oh, der hat Schneeketten. Drei, vielleicht kann ich mal so schlecht. 4. Oh. 5. Oh, Leute, ich bin irgendwie ein bisschen. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Nehme ich jetzt den Formel-1-Wagen, was eigentlich ein übelstes Krippmonster ist? Oder nehme ich hier diesen SUV mit Schneeketten? Ich glaube, ich versuche es aber mit dem Formel-1-Wagen. Ich versuche es mit dem Formel-1-Wagen, Leute. Angsthase. Bro, ich brauche doch den OP-Truck als nächstes. Was nimmst du? Was hast du bekommen? Oh, aber ein McLaren. Oh, McLaren, aber der ist katastrophal, merke ich gerade. Ich fahre mal hier mit dem Formel-1-Wagen. Der ist katastrophal. Oh Gott, aber der rutscht hier ordentlich auf dem Schnee. Wir müssen aufpassen. Oh mein Gott, ich bin fast rausgefallen. Alter, das ist voll die Rutschpartie hier. Ja, bei mir auch. Okay. Ein Grip. Ja, ja. Ah, Max. Das, also meine einzige Stärke ist, glaube ich, einfach die Beschleunigung von so einem Formel-1-Wagen. Bist du noch drauf auf der Rampe? Ich bin noch drauf, mein Freund. Weil sehen tue ich dich hier nicht. Ja, ich er ist ein bisschen hinter mir. Also bis jetzt macht er es wirklich noch easy, der Formel-1-Wagen. Bis jetzt hier wirklich gar kein Ding für den King. Ja, da komme ich jetzt auch gleich hin. Boah, Alter, der Formel-1-Wagen ist gut. Sehr, sehr gut, Leute. Nehmt einfach einen Formel-1-Wagen für ins Skigebiet zu fahren. Nein! Nein, ich rutsch hier raus, ich rutsch raus. Er schafft es hier nicht mehr. Bis Amir. Nein! Ja, wichtig, Leute. Und damit geht der Punkt an mich und das bedeutet 6 zu 6. So, also Amir, beides natürlich gute Autos, aber ich entscheide mich natürlich lieber für den OP-Truck. So, Mercedes Unimog, aber auch krasses Offroad-Auto, aber gegen den OP-Truck. weil ich fahre mal ein bisschen hinter deinem Unimog her. Gucken wir mal ein bisschen hier. Doch, tut er sich gut. Also ist auch eigentlich nicht schlecht, so ein Unimog. Sag ich dir Real Talk, Bro. Dieser Wendekreis ist scheibenkleid. Ich fahr mal an dir vorbei, ja. Das ist mir hier zu langsam. Und, wie läuft's bei dir? Ich tue mich jetzt schon schwer, guck. Krass. Guck mal, der OP-Truck hat so einen Grip. Ich mache hier gerade nichts und bleib hier einfach wie Spider-Man. Bleib ich hier an der Wand kleben. Tschüss, Amir. Tschüss. Tschüss. Nein, das war knapp. Das war wirklich knapp. Oh, Leute. So, komm, wir gucken mal noch, wie weit der OP-Truck kommt. Oh, langsam ist das nicht schwieriger, ne? Ja, langsam fühlt er sich echt hier ein bisschen... Oh, aufpassen, Digi. Oh. Oh mein Gott. Was? Also, ich weiß, ohne Schnee schafft's der OP-Truck nach oben.
Aber da sieht man nochmal, wie krass schwerer das hier nochmal für die Autos mit Schnee ist. Ja, aber jetzt kommt es langsam in den Nicht-Schneegebiet, ne? Ja, ja, aber das ist egal. Ich glaub, das ist trotzdem Schnee. Jetzt vorbei. Over. Und tschüss. Over. Krass, Digga. Krass. Das einzige Fahrzeug bis jetzt war wirklich ein Motorrad, Leute. Checkt ihr das? Okay, Amir, ich liege jetzt vorne. Wir kommen jetzt zum letzten Level. Und zwar haben wir hier noch einmal einen Schlitten und Skier. Weil du hinten liegst, darfst du dich entscheiden. Nimmst du die Ski oder den Schlitten? Ich hole die Ski irgendwie. Ich glaube, Andi. Okay, dann nehme ich den Schlitten, Leute. Mal gucken, welches Fahrzeug hier weiter auf der Schneerampe kommt. So, und zack. Oh mein Gott, ich fahre hier nach oben mit meinem Schlitten. Ey, das sieht so... Das, surreal, das sieht so falsch aus in GTA, ja. Einfach mit... Wow! Okay, was war da jetzt gerade los? Dachtest du, du kannst hier einen Jump machen, oder was? Ja, Amir, das war nix. Wolltest du hier gerade einen coolen Trick machen, oder was hier? Ja, mein Gott. Oh, aber komm, darfst natürlich nochmal... Versuch natürlich hier nochmal... Also der Schlitten bis jetzt echt easy. Der Schlitten wirklich easy bis jetzt. Oh, okay. Beruhig dich. Ganz ruhig, Schlitten. Oh, komm schon, Schlitten, du schaffst das. Ja. Nee. Nein, ich fall runter. Nein. Ich bleib hier mit 0 km/h kleben, weiter schafft das nicht. Lol, ich bin hier runtergefallen, dreh dich mal um. Lol. Nein. Ja. Nein, also entweder Max. Fahrrad ist jetzt voll gut oder ist voll Müll. Ich weiß ich es nicht. Ich mach dich so fertig, wie schon als Leon Marcher im Box kam, weil du Hampelmann gesagt. Okay, let's go. Komm, dann testen wir mal, wer hier weiterkommt. Oh mein Gott, Leute, ich habe irgendwie das Gefühl, Fahrrad ist nicht so nice. Okay, Amir legt hier direkt los. Er hat auch kein wirklich gutes Auto, aber wir testen mal, was jetzt am Ende des Tages besser ist, weil die Rampe wird hier immer steiler. Ihr werdet es gleich merken. Jetzt geht's hier quasi noch so, aber die Kurven werden immer steiler. Okay, bis 10 Punkte. Okay, Amir dreht sich hier schon. Okay, Amir, kriegst du ja etwa schon Probleme oder was? Ach, alles gut, Digga. Kriegst du hier schon? Okay, ich hab gerade mit Maus das Tour bin ich gefahren. Ich hab gedacht, ich hab den Controller noch hier neben dran liegen. So, gut. Okay, ja, also mein Fahrrad macht's auch noch. Oh, aber langsam wird's hier. Oh Gott, Beintraining. Oh, langsam wird's hier aber steil, Leute. Oh nein, ich will Armin auf jeden Fall nicht man den ersten halt Punkt schenken. Man muss halt nur wissen, wie es geht, ne? Man so, muss nur wissen, komm. Wie es geht. Das was heißt, sie wissen, wie es geht? Irgendwann geht's halt mit dem Fahrrad nicht mehr, ne? Ich hoffe ja, dass mein Fahrrad aber trotzdem weiterkommt als du mit deinem Auto. 30 Punkte, easy. Geknackt. Weil das Ding ist. Ich habe Beine trainiert, ja. Ich kann nämlich hier, ich habe viel Kraft in meinen Beinen. Ich komme hier hoch. Boah, Leute, guck mal, wie steil das hier ist. Amir ist schon bei den 30 Punkten. Ich noch nicht. Oh Gott, ey. Jetzt wird's hier richtig steil, ey. Wow, okay. Oh, okay, ich glaube, ich habe die Meter gefunden. So, wie, du hast die Meter? Ja, man darf halt nicht mit dem Auto permanent Gas geben, ne? Wenn du längst lässt, lässt du ein bisschen vom Gas los. Und, mein Fahrrad. Oh mein Gott, schaff ich das? Oh mein Gott. Mein Fahrrad kämpft auch noch. Amir, du bist irgendwie schon bei den 70 Punkten oder so, keine Ahnung. Oh mein Gott. Ja, mein Fahrrad macht's auch noch. Oh mein Gott, es wird schwierig. Obwohl, nein. Leute, schau mal, wie vertikal ich hier einfach schon bin. Ich bin bei 50. Was? Okay, krass. Krass, go. Ja, let's go, noch ein Stück. Nein, okay, ist vorbei. Fahrrad, hier ist vorbei, 50 Fahrrad. Ist unmöglich. Okay, bei 50 war Amir, vielleicht kommen wir da sogar noch hin. Oh, come on. Oh, nein. Oder? Doch. Oh mein Gott. Oh. Hey, fall mal runter! Was? Das Fahrrad fährt hier einfach an der Wand, Junge. Was? Ah! Oh ja. Nein, nicht abrutschen. Bitte, komm, bitte, Bro, bitte, schau bitte, mal, bitte. Was für eine Wand was? Ich hier fahre. Er macht's aber was? Noch. Ist das crazy? Als ob ich mit dem Fahrrad weiterkomme als du. Du bist hier in der Kurve nach der 50 rausgeflogen, oder? Ja. Ich stehe sogar oben. Ja. Digga, es gibt's nicht, Leute. Lol, wie gut das Fahrrad ist. Das Fahrrad schafft's bis zu 50. Also hier in der geraden Kurve bin ich jetzt rausgeflogen. In der Kurve hier bin ich rausgeflogen. Lol. Ja. Ja, mein Fahrrad schafft's ja auch nicht mehr weiter. Aber ich würde auch sagen, unentschieden. Beide die 50 Punkte. Das heißt, Leute, es steht immer noch 0-0 unentschieden. Ey, krass, Armin, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass das Fahrrad zu weit kommt. So, unentschieden. Ja. Ich würde aber sagen mal, du bist der Gast, Ladies first. Entscheide dich für eins der Autos. Entweder Toulouse oder der Q8. Er nimmt natürlich den Toulouse. Ich nehme den Q8. Beides sehr, sehr... Oh, ey, hallo, einmal in den Q8 hier einsteigen. Beides sehr, sehr gute SUVs hier, Leute. Ich bin gespannt, welches Auto besser ist hierfür.
Ey, hallo! Hey, du hast du die Reifen kaputt gemacht hier? Ey, nee. Komm, du darfst die reparieren. Ey, Amir ist ja ein richtiger kleiner Cheater. So, Amir, dann würde ich sagen, let's go. Das ist ein Prank. Ja, ich weiß ja, dass du mich pranken wolltest. Wir fahren jetzt hier mal los. Mal schauen, also Audi ist ja dafür bekannt mit diesem Quattro-Allradantrieb. Sind ja dafür bekannt, einen sehr, sehr guten Grip- und Allradantrieb zu haben, so. Schauen wir mal, ob der Audi RS-Q8 hier wirklich gut ist für die vertikale Rampe. An der Stelle, Leute, auch kleines Shoutout an Stani, der mir hier die Map gegeben hat, Leute. Also Stani hat das Experiment hier auch schon mal mit anderen Autos gemacht, wenn ihr das schauen wollt. So, let's go, let's go. Ja, also wie läuft's bei dir mit deinem Lamborghini? Sehr entspannt. Ich mach jetzt nicht so den schnellen Hasen hier. Ja, ich mach auch nicht so den schnellen. Man muss auch in den Kurven aufpassen, dass man aber nicht rausfliegt, ne? Da muss man dann so ein bisschen Aber bei Übergang so. Es gibt immer so einen kleinen Sprungschrank. Es gibt so eine kleine Stelle, wo man so ein bisschen Traktion verlieren könnte, ja. Aber der Audi macht's noch bis jetzt ganz gut. So, der Hase läuft. Ja, aber die 40 waren jetzt ein Spaziergang. Bis jetzt auch kein Problem für den Audi. Oh, okay, langsam. Okay, wir sind jetzt da, wo wir gerade mit dem Fahrrad, wo es aufgehört hat. Jetzt muss man hier gucken, wie man die Kurve nimmt. Okay, Audi, oh mein Gott, der Audi hat Power. Der Audi nimmt die Kurve, wir sind an der 50 vorbei. Wie läuft's bei dir mit dem Lambo? Urus? Nein, ich bin hier rausgedriftet. Ich schaff. Ich bin rausgedriftet. Okay, wir gucken mal Amir zu. Hier in dieser Kurve bin ich rausgeflogen. Hätte ich vielleicht, ich weiß nicht, wenn ich langsamer gemacht hätte, ich weiß nicht. Wir gucken nein, Amir nein, zu. Nein! Und er rutscht. Nein! Ey, Leute, das darf doch nicht wahr sein. Schon wieder ein Unentschieden. Er ist auch rausgerutscht, Leute. Beide 60 Punkte. Das heißt, es steht so gesehen immer noch 0-0. Niemand bekommt den Punkt bei Unentschieden. Krass, also der Audi RS Q8 und der Toulouse waren beide gleich gut. Okay, Amir. Wer jetzt hier aber das nächste Fahrzeug aussuchen darf, entscheidet wieder ein Random Vehicle Battle. Und zwar, jeder spawnt jetzt mal zwei und wird eines dem Gegner geben. So. Okay, und ich gebe eins das hier. Und zwei. Okay. Ich gebe dir auch das zweite, was ich gespawnt habe. Oh, Amir hat hier einmal. Willst du mir nicht das Batmobil da geben oder so? Und weg ist er. Okay, aber er gibt mir die Präsidentenlimousine, diese One Beast. Weißt, vielleicht kann das Ding ja irgendwie was. Ich habe Amir auf jeden Fall so einen alten. Oh nee, das Ding ist langsam, ich sehe schon. Ich habe Amir auf jeden Fall so einen alten Pickup gegeben und ich weiß, dass der viel am Rumdriften ist. Den kenne ich nämlich, so ein GTA-Auto. Schauen wir mal jetzt, welches Auto hier weiterkommt. Entweder die Präsidentenlimousine oder dieser Pickup-Truck, Leute. Ich fahre hier los, Amir fährt voraus. Raus. Bis jetzt hier noch alles easy. Ich glaube aber diese Präsidentenlimousine nicht sehr nice. Ich glaube nicht, dass sie gut wird, weil ich merke schon vom Fahren her, die ist sehr schwer, weil es natürlich auch gepanzert ist. Ne? Ist ein sehr, sehr schweres Auto. Ich glaube nicht, dass das Ding gut Grip hat hier, wenn man dann so mal in einer steilen Kurve hängt. Aber wir schauen, Leute. Wer weiß, vielleicht hat das Präsidentenauto ja ein paar geheime Funktionen eingebaut, von denen wir noch nichts wissen. Wie läuft es bis jetzt bei dir? Ja, bisher noch entspannt. Oh, guck mal, ich habe eine Sirene. Ich mache die Sirene an. Okay. Oh mein Gott. Ist ja noch entspannt. Ah, meiner tut es irgendwie jetzt schon ein bisschen schwer hier. Oh mein Gott, der driftet hier. Okay, oh, die 40 gegen die langsam, 40 er wird langsam. Oh nein, Leute, nein. Ich glaube, das wird hier der erste Punkt für Amir. Ich weiß nicht, ob die Präsidentenlimousine das hier so gut macht. Oh, easy geschafft hier wieder mal. Okay, wir sind jetzt erst bei der 40. Oh mein Gott, okay, das habe ich gut gemacht. 50? Die 50, ich finde, ab der 50 wird es immer richtig schwer. Da wird es dann so richtig steil immer. Oh. Komm, Präsidentenlimo! Präsidentenlimo! Oh, ich muss umdrehen. Nein! Ich bin der 50 abgekackt. Komm. Nein! Komm, ich muss noch bis zur 50 kommen. Bitte! Nein! Ja. Nein! Ich gebe Vollgas, aber die Power reicht nicht mehr aus. Der Wagen ist zu schwer. Amir ist bis zu den 50 Punkten gekommen. Wir haben es leider nicht mehr geschafft. Das heißt, der erste Punkt für Amir. Nein, und er darf sich entscheiden. Okay, Amir. Lamborghini. Super Trofeo. Okay, er nimmt den Lamborghini Huracan GT3 Super Trofeo, also ein Rennstrecken-Lambo. Und ich nehme hier diesen Le Mansory, Leute. Aber auch ein sehr, sehr schnelles Ding hier. So, dann schauen wir mal. Beides wirklich gute Sportwagen, haben bestimmt eine gute Traktion auf der Rennstrecke. Amir fährt hier schon wieder vor. Und ich würde sagen, wir fahren hier direkt mal hinterher. Mal schauen, Leute, welches Auto jetzt hier besser abschneidet. Ich glaube, es wird ein spannendes Battle. Weil der Le Mansory, den du mir überlassen hast, sag ich dir ehrlich, ist auch gut. Ist ein guter Supersportler. Liegt ja, bis jetzt hier auch sehr gut in den Kurven immer. Meiner liegt perfekt auf den Kurven. Der driftet, da hat bis jetzt schon einer mal weggedriftet. Ja, meiner aber auch nicht. Könnte wieder so ein Gleichstand-Ding werden, aber schauen wir mal. Hab ich kein Problem, wir können bis zum Ende gerne Gleichstand machen. Dann kriege ich 10 Millionen. Nein, Leute, so. Ey, ich frage mich, die Motorräder hier abschneiden, ne? Boah, stimmt, auch interessantes Ding. Vielleicht können wir uns mal noch ein Motorräder spawnen, mal schauen.
Aber wir gucken jetzt erstmal. Ich glaube, mit den Motorrädern, ich glaube, die werden sehr gut sein, weil die immer echt guten Grip haben. Allein, weil das Fahrrad ist ja schon relativ weit gekommen, obwohl man da selbst strampeln musste. Oh, oh, oh. Okay, jetzt langsam die Kurve nehmen, dass man hier nicht rausfliegt. Und jetzt wieder Vollgas. Oh, man, der bricht gar nicht aus. Das ist so gut. Kickdown in der Kurve. Oh, wow. Beide haben hier die 50-Punkte-Marke erreicht. Ja, let's go. Oh, ich hab's auch noch geschafft. Windlicht hinter dir. Leute, er hat's geschafft. Nein! Ich triff dir raus, ich triff dir raus. Ich schaff's! Ich schaff's, Bruder! Oh mein Gott, oh mein Gott. Schau mal, er hängt hier wirklich an so einer vertikalen Rampe. Das ist crazy, Leute. Wie er hier fährt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, und jetzt... Nein, nein! Hört er hier aber auf. Aber du weißt, was das heißt. Ja, das Ding ist aber, da war kein Punktestand dazwischen. Also, da war also, kein anderer Punktestand. Aber also, wir gehen hier nicht nach Punkten. Du bist schon weitergekommen als ich. Ist okay. Das heißt, ich stehe 2-0 für Amir. Okay, Amir. Wir machen wieder ein Random Vehicle Battle. Und zwar jeder spawnt 2 und darf sich selbst davon eins aussuchen. Let's go. 1. Okay. Oh, Bentley. 2. 1. Oh, nein. Oh, nein. Nein. Leute, das Ding ist, der Bentley ist aber auch nicht so nice im Fahren hier. Der ist ein bisschen schlecht. Und hier, der andere ist hier so ein Crawler. Der ist irgendwie auch total Müll. Ja, Digga, guck mal, was ich für ein Auto habe. Ja. Aber wieder perfekte Farbe. Ey, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Also der Bentley ist schnell, aber rutscht voll rum. Oh, ich sag dir, hat aber Crawler, wird schon. Dann nehme ich den Crawler, ja. Also ich sag dir ehrlich, jetzt Leute, ohne dass ich hier eh schon 2-0. Ich hätte den Crawler geholt. Ja, ich nehme auch den Crawler. So, okay, dann let's go, wir fangen an. Vielleicht ist der Crawler, vielleicht ist der genau für sowas gemacht, ne? Der heißt ja sogar Crawler. Also quasi so... Dass Kletterer, der sich hier so, ne? Ja, so Kletterer so ein bisschen, dass der sich hier so hochklettert, so reinfrisst in die Straße. Schauen wir mal, meine Freunde. Bis jetzt ist die Reifen ja weiter. Bis jetzt ist natürlich noch relativ easy. Ich finde, ab der 50 wird es immer krank. Ja, ja, ab der 50 man wirklich so gefühlt schon so eine da fährt man so an so einer vertikalen Strecke so gefühlt. Obwohl es von hinten gar nicht so schlimm aussieht, ne? Guck mal, jetzt rüber. Jetzt ist eigentlich noch machbar. Jetzt von unten sieht es gar nicht so schlimm aus. Oh Gott, ich muss mich konzentrieren. So. Nicht jetzt hier rausdriften. Weil in den Kurven driftet man auch ganz gerne mal raus. Also hier kommt es nicht nur auf die Autos auch, sondern aufs fahrerische Können an. Ja, und da sieht man halt, wer 2-0 steht. Okay, Amir. Er hat einmal Glück gehabt bei einem Random Vehicle Battle. Und fühlt sich. Ja, und Digga, ich hatte beim Lambo war's besser. Okay. So, die 40 Punkte haben wir. Okay, okay. Wie läuft's bei dir mit deinem Truck? Ja, noch geht's. Dein Monster Truck? Aber hier ich bin hinter dir. Guck mal. Mir wird's hier langsam schwierig, sag ich dir ehrlich. Crawler! Nein, nein, nein. Ich fall runter! Aber vor dir! Bei mir ist aber auch hier Schluss. Aber geht der Punkt jetzt an mich, weil ich ein bisschen weitergekommen bin? Ja, ich glaube, der Punkt geht an mich. 2-1, Leute, let's go. Ja. So, Amir, jetzt ganz klare Sache. Ich nehme natürlich den Formel-1-Wagen. So. Ey, ich hoffe, dass du keinen Grip hast. Formel-1-Wagen, Bro, der Wagen, der ist zum Grip haben geboren, Junge. Wenn der keinen Grip hat, dann weiß ich auch nicht. Oh, einmal hier hoch auf die Ramp. Und dann würde ich sagen, let's go. Dann fahren wir mal los hier. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Okay, Formel-1-Wagen gegen so ein anderes Hyper-Race-Car. Könnte wirklich auch ein interessantes Battle werden, Leute. Okay. Okay, ich muss mich jetzt hier aufs Fahren konzentrieren. Ich darf nicht schießen. Ja. Vielleicht ramme ich dich ja, Max. Ey, ohne Rammen. Man darf hier nicht sabotieren. Das ist keins von deinen ehrenlosen Rennen, Amir. Ey, nur weil du Mega-Rappen schlechter bist? So, Leute, guck mal, wie gut der Formel-1-Wagen, der macht es hier wirklich sehr gut. Lässt sich bis jetzt hier gar nicht aus der Rolle bringen. Juckt den noch gar nicht, dass wir an so einer fast vertikalen Strecke fahren? Machen wir eigentlich auch, dass wenn einer das komplett nach oben schafft, doppelte Punkte gibt? Boah, okay. Na komm, das finde ich fair. Das ist ein cooles Battle. Wer es ganz nach oben schafft. Wenn ich das Auto mal bekomme, kann ich auch Doppelpunkte machen. Ich bin wirklich gespannt, ob es überhaupt ein Auto bis nach ganz oben schafft, Bro. Ich sag wollen dir ehrlich, wir als letztes, wenn die Punkte vorbei sind, dass jeder sein Traumauto für diese Ramp einmal spawnen ja. Und bis nach oben schaffen? Ja, gerne, gerne. Ist eine coole Idee. Ja! Ja! Was? Ja! Was? Warum kippt dieses Ding? Ich bin weiter! Das Formel-1-Auto kippt einfach um. Das habe ich noch nie erlebt. Und Amir fährt hier noch weiter. Ich glaube, ich habe mich sogar falsch entschieden. Oh mein Gott. Guck mal. Also, der hat aber natürlich auch Formel-1-Auto geholt. Ne? Sag ich er dir ehrlich. Fährt hier sogar noch weiter. Strong. Sehr, sehr strong auf jeden Fall. Oh mein Gott, ich habe es noch geschafft. Lol. Ich hätte nicht gedacht, dass das Ding so gut ist.
Jetzt kacke ich raus. Ja, aber hier auch zu fahren ist gefühlt unmöglich. Oh, Mann, oh, fast aber doppelte crazy. Punktzahl. Sehr, sehr crazy. Aber das bedeutet 3-1 für Amir. Okay, Amir, wir machen jetzt wieder ein Random Vehicle Battle. Und zwar jeder spawnt einfach eins für sich. Ganz schnelle Sache. 3, 2, 1, let's go. Oh nein! Lol, Amir hier in Kart und nicht sowas. Auch, aber ist ein interessantes Battle. Ich glaube, mein Ding ist auch nicht ultra stabil mit dieser komischen, dass der hinten nur so einen Reifen hat, nur ein Rad. Egal. Guck mal, ey, ich drifte hier jetzt schon. Wir finden's raus, Leute. Hui, okay. Amir macht's hier bis jetzt noch gut im Go-Kart. Ach, Amir, du bist doch der Go-Kart-Fahrer. Du schaffst das doch. Ey, nicht so. Oh. Oh nein, warte. Aua. Ey! Ja, das zählt nicht, das zählt nicht, das zählt nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war knapp. Das war knapper Hase. Das ist ja hier für die Wissenschaft, ja? Es geht hier nicht um Sabotieren. Ja, ja. Wir wollen rausfinden, welche Autos hier am besten sind. Hier zum Hochfahren. Oh. Okay. Oh. Der Max simuliert hier, dass er krank ist, weil er weiß, er wird gegen mich verlieren. Dann hat nein, er eine Ausrede. Nein, mein Hals kratzt. Ich hab gar nichts gemerkt. Gar nichts. Nein. Bro, dieser Wagen, der bricht aber manchmal so eklig aus, weil der hinten nur so ein Rad hat, aber bis jetzt noch Echt? Alles gut. Aber dein Go-Kart macht's relativ gut, hätte ich nicht gedacht. Noch, aber auch immer, weil ich die ganze Zeit so, ich gebe nur so stoßmäßig Gas, weißt du? Ich ja, aber durch, das auch, so muss man das auch machen. Wenn man hier durchdrückt und in die Kurve geht, dann ist komplett vorbei. So, oh, langsam wird hier mein Wagen ein bisschen schlechter. Oh, die Power. Ja, meine aber auch. Wichtig und wichtig. Oh, komm. Die Kurve nehmen wir. Hey, komm, den nehmen wir noch. Hey. Komm, den nehmen wir noch mit. Oh mein Gott. Oh, die hab ich noch genommen. Oh mein Kurve. Gott, ich glaube, nächste wird schwierig. Wir sind hier beim 50er-Punkte-Bereich. Nein. Oh mein Gott, komm. Nein! Nein! Ja, komm, gib Gas, Junge. Oh, come on. Okay, da hinten ist Amir rausgeflogen in der Kurve, aber da werde ich safe jetzt auch rausfliegen. Also wenn du die Kurve schaffst, siehst du ja hier meine Bremsspuren noch oben. Der lenkt nicht nach rechts. Doch, der schafft's nicht. Ich geb Gas. Er macht's. Nee, er macht's nicht. Die Reifen drin durch, er macht's nicht mehr. Oh mein Gott. Also ich würde sagen, Gleichstand. Beide hier an dieser Stelle raus. Oh mein Gott, es steht immer noch 3-1, Leute. Okay, Amir, es steht Gleichstand, aber weil ich hinten liege, darf ich mich entscheiden. Und zwar, ich nehme den McLaren. Oh, ich wollte den Huracan nehmen. So, perfekt. Dann ist der sogar gut aufgeteilt. Ja. Ich glaube nämlich, der McLaren hier. Schauen wir mal, Leute. So. Ich glaube, irgendwie der hat mehr Traktion, der Huracan. Kann sein. Wir werden es jetzt rausfinden. Oh. McLaren. Okay, ich fahre hinter dir. Lamborghini Huracan. Ich bleib hinter dir. Ja. Bleib hinter mir. Und friss meinen Staub. Ja. Ich sammle dir ein bisschen auf, wenn du runterfällst. Ne? Wenn du runterfällst und du nein, schreist und ich nach oben ankomme, dann... Also bis jetzt hat es ja wirklich noch kein Auto ganz hoch geschafft. Real Talk, ich bin echt gespannt, was das erste Auto sein wird, das hoch schafft. Würde es jemals ein Auto schaffen? Wenn es kein Auto jetzt hier ist, was ganz hoch schafft, dann machen Ami und ich noch ein kleines Tuning-Duell, wo wir Autos so krank auftunen können. Und gucken müssen, ob die es hochschaffen. Ich bin echt auf den OP-Truck gespannt, ne? Ja, OP-Truck wird auch ein spannendes Battle. Oh. Okay, bis jetzt noch wirklich easy. Bis jetzt noch sehr gut. Liegt auch noch sehr gut hier in der Kurve. Und weiter geht's. Boah, Digga, ist so satisfying, den Sound vom Huracan hier zu haben. Oh, es wird langsam ein bisschen schwer für den McLaren. Ich glaube, du bist schneller als ich. Du kommst hier immer näher an mich ran. Mhm. Und du gehst um. Nein! Nein! Ich schaff's weiter! Nein! Nein! Ich bin doch einfach der Bergsteiger. Wir schauen Amir nochmal zu. Amir ist wirklich ein kleiner Bergsteiger hier. Oh mein Gott! Oh mein Gott, der Huracan ist strong. Sehr, sehr strong. Ich hätte an den Lambo belieben müssen. Wird der Lambo jetzt hier das erste Auto, was es bis nach ganz oben schafft? Und ja! Komm! Alter! Komm! No way! No way! Ja! Doppelte Punkte! Oh mein Gott, strong! Let's go! Der Lamborghini Huracan ist das erste Auto, was es nach oben schafft. Sehr, sehr krass. Okay, Amir, ja, doppelte Punkte, 5-1 steht. So, wir machen aber direkt weiter, diesmal ohne ein Random Vehicle Battle. Ja, und ich darf mich hier wieder entscheiden, weil ich hinten liege. Ich nehme den Bugatti. Ja, ich habe den Bugatti auch geholt, weil der so krass Power hat. Aber Bugatti, der kann auch schnell raus. Das stimmt. Man muss hier auch wirklich viel auf Traktion achten, aber der Bugatti, weiß ich, hat einfach viel Power. So,
Wir fahren jetzt hier mal wieder hoch. Ich muss Real Talk sagen, Leute, lasst mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr dieses Rampenexperiment spannend findet. Ich finde es sehr, sehr interessant. Hier wirklich geil gemacht, welches Auto hier weiterkommt. Wir können das dann gerne nochmal mit anderen Autos testen. Okay, komm, wir fahren jetzt hier mal los. Ey, ob Superhelden-Autos das schaffen würden? Boah, Sonic-Autos, Hulk-Autos, Spider-Man-Autos. Flash-Autos. Könnte alles sehr, sehr interessant werden. Ein komplett neues Experiment hier mal. So, komm, Bugatti. Bugatti, ich glaube an dich. Bugatti-Power. So, ich habe Lambo-Power wieder. Ich bin ja ein guter Lambo-Fahrer. Ich muss ja echt harter Fahrt jetzt ein Lambo kaufen, Jungs. Kauf dir ein Lambo. Ist doch teuer. Ich war gerade ein bisschen unkonzentriert. So. Okay, okay. Bis jetzt gar kein Problem. Der Big, ne? Bin sehr gespannt. Bugatti. Bugatti Action. Bugatti Action. Come on, Bugatti. Come on, Bugatti. Oh doch, ich muss sagen, mein Lambo ist ganz nice. Der Bugatti bis jetzt auch wirklich sehr, sehr clean. Sehr, sehr clean, wie er das Ding hier fährt. Mhm. So, okay, wir sind beim 50 Punkte. Okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Boah, hier muss ich schon aufpassen. Der Gallardo, diesen Lamborghini Gallardo, den du hast, auch gut getuned. Also auch kein schlechtes Auto. Boah, oh. Ja, ja, ja! Auch geschafft! Jetzt nicht nach außen, jetzt nicht nach außen, nicht. Ah, du bist raus. Nein, ich drifte zu sehr nach außen! Oh mein Gott, no way! No way! Ja, ich fliege aber auch raus, ich fliege auch raus. Und Armin ja auch an der gleichen Stelle rausgeflogen. Ey, zu krass, dass wirklich der Huracan es bis jetzt als einziges geschafft hat. Meine Freunde, wir kommen jetzt noch zu was ganz Besonderem und zwar zum Final Battle. Ich würde sagen, rein von den Punkten her hat Armin hier auf jeden Fall gewonnen. Also Armin, erstmal Glückwunsch. Woohoo! 10 Millionen GTA-Dollar an dich. Aber wir testen jetzt noch, welches Auto es überhaupt bis nach ganz oben schafft, weil es hat bis jetzt wirklich nur eins geschafft. Und deswegen habe ich hier meinen krassesten Tuning-Wagen geholt, den ich bis jetzt jemals in GTA getunt habe. Diesen Ultimate hier, Leute. Den habe ich so wild aufgetunt. Wenn es ein Auto nach oben schafft, dann auf jeden Fall der. Und Armin wird den OP-Truck nehmen, den er aber auch nochmal ein bisschen getunt hat. Armin ist ja auch ein guter Tuner. Dann würde ich sagen, testen wir mal, ob wir es jetzt hier nochmal bis nach ganz oben schaffen. Ich würde sagen, wir versuchen das einfach mal zusammen. Komm gerne auf die Rampe, Armin. Let's go. Okay, es geht los, es geht los. Ich bin so gespannt, ob die Autos hier genügend Grip und Traktion haben und natürlich auch Power haben, um da hochzufahren. Also bis jetzt sehr gut. Power habe ich nicht zu wenig, glaub mir. Ja, das glaube ich dir. Boah, aber dieser Ultimate, ne? Und ich habe extra Grip-Reifen dran gemacht, ne? Wow, okay, sehr gut. Aber mir dieser Ultimate hier, der liegt so an der Straße. Der klebt an der Straße, das juckt den ja gar nicht hier. So, zack. Weiter geht's, hier die Kurve nehmen. Ich will es jetzt auf jeden Fall mal nach oben schaffen, Leute. Wir müssen das mal mit unseren eigenen Augen sehen, wie das da oben aussieht. Ja, das sieht nach Gewinner aus. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ach, der Arme. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn, ne? So. Nein, nein, nein. Ich habe gedacht, ich hätte mich für den Huracan so oder so entschieden. Ja, hast dich richtig entschieden. Ja. So. Zack, oh, der Wagen hat allein so einen geilen Sound auch. Okay, wir sind bei der 50er-Marke. Hier wird es ja immer ein bisschen schwierig, aber bis jetzt hier noch gar kein Problem für die Kiste. Mein Gott, der ist zu stark Grip, Digga, dass ich gerade zu viel rechts gelenkt habe. Man muss das hier wirklich taktisch machen, immer mal wieder Gas geben, wieder runtergehen, richtig einlenken. Oh, oh! Und ohne Probleme oben. Hast du es geschafft? Let's go! Ja, Mann! Oha, der Ultimate hat sie da, aber wirklich, also nicht einmal ausgebrochen, die Kiste. Zu krass, Leute. Bestes Auto aller Zeiten. So, Armin, wo bist du? Ey, ich glaube, mein OP-Truck schafft's nicht. Nein. Nein, der kippt um! Was? Wir müssen das sehen. Selbst der OP-Truck! Boah, krass. In der letzten Kurve, oder was bist du? In der letzten Kurve bin ich rausgeflogen. Krass, krass. Ich sag's mal so, es geht hier wieder um 10 Millionen GTA-Dollar. Ach, Digga. Ich bin ready, Digga. Ich bin ready geboren. Ich will dich fertig machen. Ja, okay. Hat man ja letztes Mal gesehen, wie du und Russak mich fertig gemacht haben beim Wasserexperiment. Leute, schreibt gerne noch mehr Experimentideen, was wir nächstes Mal testen sollen, in die Kommentare. Aber ich würde sagen, Leute, wir werden heute einfach mal anfangen. Und zwar, Armin, hier Großmaul Armin. Wir werden hier mit dem ersten Level mal anfangen. Und zwar, welches Auto kann hier besser die Wand hochfahren, Bugatti oder Ferrari? Aber, Armin, wir lassen nicht einfach irgendjemanden entscheiden, ja? Und zwar, wir werden jetzt gleich einfach zufällige Fahrzeuge spawnen. Und der Gewinner mit den zufälligen Fahrzeugen darf dann bei den normalen Leveln entscheiden, welches Fahrzeug er nehmen möchte. Bist du bereit? Ich bin bereit geboren. Bist du sehen, wie gut ich bin? 3, 2, 1.
Okay, könnte schlecht. Also es ist mittelmäßig, würde ich sagen. Okay, wir gucken, Leute, hoffentlich irgendwie einen dicken Sportwagen oder so. Random Vehicle Sport. Ja! Oh, Digga, so schlecht. Let's go. Weißt du was, Amir? Ich lass dich einfach mal anfangen. So, du kannst mal... Guck mal, wie weit du kommst. So, okay, Leute. Amir gibt hier Vollgas. Wir beobachten das Ganze mal. Er geht hier Vollgas, die Rampe hoch. Mal gucken, er ist bis Level 1, Level 2, Level... Oh, nein! Oh, er ist dagegen. Du musst auch gucken, wo du hinfährst. Das heißt, er hat es bis zu Level 2 geschafft mit dem Feuerwehrauto. Ich denke mal, das sollten wir easy toppen, meine Freunde. So, hier schön im Lambo. Aber ich darf natürlich nicht mehr Anlauf nehmen, als erlaubt ist. Wir dürfen nur hier von der Startlinie aus. Und dann würde ich sagen, 3, 2, 1, let's go! So, ich denke, also wir müssten auf jeden... Also wenn ich mit dem Lambo nicht höher komme, dann ist das Maxi... Maxi, was mit dem Bus? Guck mal, mein Pferd! Nein! Bro, was? Nein! Ey, ich hab grad maximal reingechoked. Ich wär safe höher gekommen. Nein! Ey, Wiederholung! Nix da! Ich will eine Wiederholung machen! 1-0 Fabio und ich schon mit dem Bugatti! Alter, ey! Ey, Leute, das war so lost! Warte mal, aber ganz kurz, ich will mal testen, wie weit der Lamborghini rein theoretisch kommen würde. Rein aus Interesse. Ey, Mann, man muss echt hier aufpassen, wo man hinfährt. Okay, Level 3, 4, 5. Oh, nee, okay. Boah, Level 4. Alter, ich hätte safe gewonnen gerade, Mann. Aber egal, Leute. Wir gehen wieder zum Start. Oh, Leute, ey, so ärgerlich. Wir müssen wirklich nächstes Mal besser aufpassen. So, warte mal, wir parken das Ding jetzt einfach mal hier. Okay, Armin hat schon gesagt, er will den Bugatti haben. Dann nehmen wir halt den Ferrari. Aber kein Problem, Leute. Dann soll mal Armin jetzt im Bugatti gucken, wie weit der kommt. Okay, meine Freunde, kommen wir zum nächsten Test. Bugatti versus Ferrari. Armin fährt hier im Bugatti. Okay, 1, 2, 3, 4. Oh, und bei der 5 ist er am Bogen hängen geblieben. Er hätte es auch easy bis zur 5 schaffen können, aber er hat es bis in Level 4 mit dem Bugatti geschafft. Nicht mal so schlecht, Leute. Okay, dann lasst uns mal mit dem Ferrari schauen, Leute. Komm. Es steht insgesamt gerade 1-0 für Amir. Lass es niemals schaffen, Max. Er hat das Bonuslevel halt direkt gewonnen, Leute. Aber komm, Ferrari, lass mich jetzt hier bitte nicht hängen. Wir dürfen jetzt nicht reinchoken. So, komm, Level 1. Ey, Mann! Soll ich dir einen Tipp geben, Max? Ja, komm, was ist der Tipp? Also, als erstes darfst du nicht von dem weißen Balken, weil du darfst nicht mittig fahren, weil sonst das passt nicht ganz. Und das zweite ist, du musst dein Auto ganz halt gegendrücken, ne? Gegen die Wand. So, Leute, aktuell 2-0 für Armin. Wir müssen jetzt hier mal richtig aufholen. So, Armin, komm. 2-0. Nächstes Fahrzeug, wir machen wieder Random Vehicle Challenge. So, komm. Okay, let's. Ich brauche jetzt was richtig gut. Oh, nein! Nein, er hat einen Oldtimer-Sportwagen. Nicht schlecht. Ja, jetzt ich. Ja. Oh, aber auch nicht schlecht. Nein. Dieser Chameleon, dieses Elektroauto sogar. Not bad. Nein. So, dann würde ich mal wieder sagen, Amir, du darfst mal wieder anfangen. Ladies first. Okay. Du meinst Gewinner first. Okay, so er fährt. Okay, Level 1, Level 2, Level 3 und... Nein, Level nicht 3. Ganz. Aber Level 3, danach hat er die Traktion verloren. Ist auch interessant, welches Auto die meiste Bodenhaftung hat. Okay, bis Level 3 ist er gekommen. Ich glaube, das sollte ich mit diesem Elektro-Chameleon eigentlich schaffen. Das hier so ein GTA-Elektroauto. Und dann würde ich sagen, Kickdown, wir finden es raus. Oh, komm, bitte. Okay, komm, zieh, Chameleon. Ey, nein, der ist total scheiße. Ja, aber auch Level 3. Du hast 3 noch geschafft. Oh mein Gott, Gleichstand. Wichtig. Zumindest hat Amir nicht wieder einen Punkt bekommen. Unentschieden bedeutet, keiner bekommt einen Punkt. Es steht immer noch 2-0 für Amir, Leute. Ey, was ist das für ein Kackauto, dieser Chameleon? Ich dachte, Elektroauto, der hat gut Power, aber irgendwie nicht so. Ja, das Ding ist, Amir, bei Unentschieden, da darf derjenige mit weniger Punkten das Auto aussuchen. Ach, verdammt. So, ich habe die Regel ja nicht gemacht. Was soll ich hier machen, Amir? Okay. So, dann würde ich sagen, mit was für einem Auto machen wir denn als nächstes weiter? Sollen wir einfach mal hier vorne diese Lambos als nächstes machen? Das sind ja auch voll die gleichen Autos. Oder nimmt sich das irgendwas? Guck mal von hinten an, das sind beides Lamborghini Venenos. Ich glaube, das ändert hier nichts. Ich nehme einfach mal den weißen, weil ich den hier ganz schön finde. Ich finde den schwarzen mit schön, dem Blau. So, okay, dann würde ich sagen, komm, Amir, fang du mal wieder an. Ich werde das Ganze wieder beobachten, wie weit du kommst. So. Achso, nee, ich darf der Linie davon. Genau, nur ab der Linie, nicht weiter. Und dann würde ich sagen, Kickdown im Lamborghini Veneno, Leute. Wir haben beide Lamborghini Venenos. Ich bin mal gespannt, ob es da einen Unterschied gibt. Level 1, 2, 3, 4, 5.
Oh mein Gott! Oh, fast sogar Rekord. Bis Level 6. Ey, das ist der Rekord. Der Lamborghini Veneno bis jetzt am weitesten gekommen. Sogar bis Level 5, fast Level 6, Leute. Dann ist es nur noch an der Bodenhaftung gescheitert. Aber ich würde sagen, mal gucken, ob wir das jetzt toppen können. So, komm, vielleicht ist mein Lamborghini Veneno ja ein bisschen besser. Vielleicht hat er ja leichtes Tuning oder so. Okay, dann 3, 2, 1, let's go! Okay, Amir, guck du, wie weit ich komme. So, der Spoiler fährt sich raus, Okay, 1, 2, 3. Hä, der ist total. Meiner ist total scheiße! Hä? Warum? Hä, wir haben das gleiche Auto. Warum kommst du bis Level 6 und ich nur bis Level 3? Keine Ahnung, willst du es meinem Auto mal versuchen? Ja, das interessiert mich jetzt mal, ob es da einen Unterschied gibt oder ob ich vielleicht einfach doof fahre, Leute. Warte mal, wir müssen das jetzt mal mit Amirs Auto testen. Das kann ich hier nicht so auf mir sitzen lassen. So, Armin, gib mal kurz dein Lamborghini Veneno hier, Junge. Ja, du darfst mal mein Auto ausleihen. Mein Gewinnerauto, hä? Ey, was das darf Gewinner doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht. Warte mal, wir testen das jetzt nochmal. So, komm. Okay, Spoiler fährt raus. Let's go. Doch, der beschleunigt auch schon ein bisschen schneller. Ja. Zwei, drei. Nee, ich komme auch nur. Nee, ich bin auch nur bis Level 3 gekommen damit. Nee, du wärst ja, aber du wärst viel höher geflogen. Ja, ein bisschen höher wäre ich aber auch noch. Aber wie hast du das denn geschafft? Komm, deinem Auto mal. Wie hast du das denn geschafft, dass du so an der Straße dran bleibst? Ja, ich drücke den ganzen mein Fahrzeug nach vorne mit Numpad. Nach vorne oder nach hinten, nach unten? Also nach vorne, so dass es an die Wand, damit ich die Traktion mehr habe, weißt du, damit der länger an der Wand kleben bleibt. Okay. Ich heb später erst ab mit dem Fahrzeug. Ja, ja, okay. Und weil dein Fahrzeug hat auch gerade auch nur 2 geschafft. Ja, der war total. Ja, super. Alter, 3-0, ey. Was ist denn hier gerade los, Leute, ey? Das irgendwie Wallride-Experiment ist nicht so gut. Also wer jetzt das von euch Paul Bergern einfallen lassen hat, ey. Ja, was los, Amir? Weißt du was? Ich bin so gut, ich erfordere dich sogar raus zu einer doppelten Punkterunde. Eine doppelte Punkterunde, okay, finde ich sehr gut. Und das Ding ist jetzt ja auch wieder Random Vehicle. Also jetzt ist es voll. Es ist Glücksspiel, es ist Glücksspiel. Ja, wenn ich jetzt wieder verliere, dann kann ich komplett einpacken. Okay. Ach, halt doch dein Maul, er kriegt einen Bugatti, Digga. Okay, komm, auch Random Vehicle. Ah, aber Porsche. Porsche gegen Bugatti, es könnte schlimmer sein. Es könnte ehrlich schlimmer sein. Aber weißt du was, Amir, komm, fang du mal wieder an. Aber das Ding ist rein vom... Ich glaube, der Bugatti ist schon krasser. Das ist schon mehr ein Hypercar. Okay, er fährt. 2, 3. Level 3 ist er gescheitert. Ey, ich kann das toppen, Leute. Also zumindest Ausgleich sollte ich schaffen, Leute. Ich sollte das schaffen. Okay, komm. Okay. Porsche, lass mich jetzt hier nicht hängen. Gutes deutsches Sportauto hier. Okay, dann 3, 2, 1, let's go, Leute. Kann das hier etwa teilweise der Ausgleich werden? Und... Jetzt bin ich gespannt. Der ist jetzt schon total scheiße. Der ist total scheiße. 3. Ja, auch drei. Oh mein Gott. Aber du hattest viel mehr Wucht, aber. Aber trotzdem, beide gleiches Level. Das bedeutet, keiner bekommt hier den Punkt. Oh, Leute, wichtig, dass Amir nicht noch weiter nach vorne gerast ist. So, das heißt, ich darf das nächste Auto aussuchen und das könnte jetzt auch mal ein Punkt für mich mal wieder sein hier. So, hier beiseite mit dir. Boah, ich bin hingefallen. Okay, was machen wir denn als nächstes? Okay, machen wir hier nochmal die Lambo-Runde, Leute. Und zwar, wir haben hier einen Lamborghini Huracan Performante oder einen Lamborghini Gallardo. Und rein vom Ding her, was das neuere Auto ist, ich nehme den Performante. Ach, Max, oder so. Weißt du, es kommt nicht auf so Auto an. Ich merke einfach, es kommt auf den Fahrer an und ich bin besser. Ja, wir werden noch sehen. Nur weil es aktuell 3-0 steht. Ich kann noch voll aufholen. Gut, komm, dann fahr mal, Amir. Mal gucken, wie weit der... Bis jetzt war immer noch der Lamborghini Veneno mit Level 6 am besten bei dir. Okay, er fährt wieder. Er flitzt los, die gelbe Biene. Er ist schief gefahren. Nur eins. Er hat es nur bis Level 1. Oh, Leute, also wenn ich jetzt hier keinen Ausgleich hole, dann bin ich echt der größte Noob, Leute. Wenn ich jetzt keinen Ausgleich schaffe. Oh Gott, du Lacker. So, komm, Leute. Das wird jetzt hier meine Runde. Let's go, Lamborghini, nein. Lamborghini, lass mich nicht hängen. 1, 2, ja, jetzt schon. Aber war auch gar nicht so gut hier irgendwie. Aber bis Level 2 geschafft. Immerhin, das bedeutet 3-1, Leute. Aber ich finde das echt komisch. Also ich hätte gedacht, so ein Lamborghini Huracan Performante kommt weiter als nur Level 2. Aber irgendwie knallen die nicht so, die Autos. Wir machen weiter, Leute. So, Amir, wie sieht's aus, du Großmaul? Hier, jetzt 3-1, Junge. Ich komme wieder aufholen. Weißt du was? Ich fahre dich raus zu einem... Vehicle, random spawning für den Gegner. Das heißt, ich spawn für dich und du spawnst für mich. Boah, okay, können wir gerne machen. Leute, das bedeutet, wenn Ami jetzt was Schlechtes kriegt, dann darf ich mich nicht freuen. Okay, warte. Boah, der ist nicht so gut.
Der fällt eine Scheiße. Oh, der ist auch schwer. Der ist richtig, das ist eine schwere Limousine. Oh, das ist gar nicht gut, Leute. Jetzt gönn mal hier den Sieg, Bidi. Ah, komm, ey, hoffentlich spawn ich jetzt so ein LKW oder sowas. Komm, Random Vehicle. Nein! Nein! Warum Motorrad? Dankeschön, Bro! Ey, nein, komm, Amir, dann fang mal an, Digga. Oh nein, nein, nein. Ich muss extra hier stehen, so schön und jetzt? Gar nicht gut, Leute, gar nicht gut. Gib ihm. Ich glaube, Motorrad hat man auf jeden Fall bessere Chancen. Okay, Level 1, Level 2, Level 3, Level 4. Oh, ganz knapp sogar fast Level 5 gekommen. Alter, voll gut mit dem Motorrad. Aber Level, ey, Leute, ich werde safe mit dieser Scheißkiste. Was ist das hier überhaupt für ein Auto, Mann? Das ist doch... Ist das ein, soll das ein alter Bentley sein? Ich weiß es nicht mal, Leute. Nee, das ist super schlecht. Der ist richtig schwer, ich merke das schon. Also wenn ich da mit Level 4 komme, dann fresse ich einen Besen. Egal, Leute, wir finden es raus. 3, 2, 1, let's go! Boah, Digga, ich schaff kaum 100 km/h das Ding hier, ey. Komm, 1, 2, 3. Nein! Dann hat die Traktion gefehlt! Oh nein. Oh nein, Leute. Es steht einfach 4-1 jetzt. Ey, Amir hat auch noch Glück, ey. Okay, komm. Amir, du darfst das nächste Fahrzeug aussuchen. Also langsam müssen wir echt aufholen, Leute, weil so viel Level sind hier nicht mehr. Aber wenn er uns schlau macht, dann hole ich mir den Urus und du musst den Quark holen. Warte mal. Wir sind hier erstmal bei den Formel-1-Autos. Schau mal, wie er hier auch noch überspringen will. Okay, dann hole ich mir hier den. Den roten Flitzer. Man nennt mich auch Amir Schumacher. Ah, okay. Man nennt mich auch iCrimex Vettel. Ja, iCrimex Fett vielleicht, mehr aber auch nicht. Oha, okay. Boah. Dann komm, okay. Fang mal an, Amir. Wir haben ja einmal das rote Ferrari Formel 1 Wagen. Alter, krass, der macht richtig Kickdown. Müsste eigentlich voll gut sein. 3, 4, 5. Oh mein Gott! 6, 7? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Warte, lassen wir das zählen. Sagen wir, erst bis in die 7 reingekommen. Ja, weißt du was? Ich sag 6 reicht nicht. Nee. Also man muss schon die Hälfte vom Fahrzeug muss schon wirklich im nächsten Ding drin sein. Okay, das heißt, er ist ja nicht mit mehr als 50% von seinem Fahrzeug bis in Level 7 reingekommen. Also heißt es, er ist bis in Level 6 gekommen mit seinem Formel-1-Wagen, was natürlich auch schon extrem gut ist, Leute. So, jetzt komme ich hier mit dem schwarzen Flitzer, Leute. Ey, meiner hat wenigstens sogar eine Windschutzscheibe. Das bedeutet, dass der schneller ist. Ja, weil der Wind krasser ist. So ein Ding ist das einfach. Okay, Amir, bist du ready? Pass mal auf, was ich jetzt hier mache. 1, 2, 3, 4. Nein! Ja! Ey, Bro, warum bleibe ich denn auch hängen immer so sinnlos, Alter? Drückst du gegen mich? Aber weißt du, was das Kranke ist? Ja. Ich bin irgendwas gegen gedodged, das hat mein Formel 1 nochmal so in die Position gebracht, dass ich wieder ein Stück weit hochfahren konnte. Warte mal, ganz kurz. Ich fahre jetzt noch. Du hast den Punkt. Ist okay, aber warte mal, ich will jetzt nochmal ganz kurz fahren. Weil mich interessiert wirklich, weit ich mit dem Fahrzeug komme, wenn ich hier richtig mache. So, jetzt, komm. Oh nein, meiner zieht auch so ein bisschen zur Seite. 2, 3, 4, ja, wieder berührt. Ah, Mann. Einfach Army bis Level 6 gekommen, Leute. Aber gut, das bedeutet, es steht mittlerweile 5-1 für Army. So wie es immer sein sollte. Was ist denn heute los, Leute? Aber wenigstens finden wir raus, was das beste Wallride-Auto ist, ja? So, hier wird hier nichts rumgetribbelt, so ist das manchmal. Manchmal mehr Glück, manchmal weniger Glück. Aber es sind ja auch noch einige Level, vielleicht können wir es noch packen. Okay, Amir, weißt du, was wir aber jetzt mal machen? Mm. Und zwar wird jetzt jeder 2 Autos spawnen und der andere darf dann entscheiden, welches der beiden Autos er nehmen muss. Oh, böse. Ja, so machen wir das jetzt. Alles klar. So, Vehicle Spawner, ready. Random. Okay, das zählt nicht. Nochmal. Hahaha, ein Ski-Auto. Geil. Oh nein. Also beide Autos, die Army hat, sind nicht so nice. Also egal, was ich aussuche. Okay, ich hoffe, jetzt kriege ich gute Autos. Okay, warte, das zählt nicht. Oh ja, Sportwagen. Nein! Ja! Ich weiß, was du holst. Ey, Bro, was ist denn heute los? Dann muss ich jetzt auch noch mit... Jetzt muss ich auch noch mit einem LKW fahren. Was soll ich holen? Schneemobil. Nimm du das Schneemobil, Army. Ich bin direkt, weil ich glaube, das Schneemobil ist richtig kacke. So, komm, dann mach mal. So, komm, das muss jetzt richtig kacke sein. Aber wird es sogar schlechter als der LKW sein? Ich glaube nicht, Leute. So, er fährt. 1. Oh, was? Nein! Er ist nur bis Level 1 gekommen, Leute. Oh. Ey, Leute, Amir hat es nur bis Level 1 geschafft. Vielleicht könnte ich das sogar auch mit dem LKW schaffen. Ah, schwierig. Ey, wenn du Level 1 schaffst mit dem LKW, kriegst du den Punkt.
Okay. Ich call's, du wirst es nicht schaffen. Das ist also, das Ding ist halt schon wirklich langsam und schwer und schwierig, aber wisst ihr was, Leute? Fahr einfach durch, schaff's eh nicht. Komm, warte. Ich muss ja nur mit 50% vom Ding durchkommen, für das Level zu schaffen. Ja! Ja! Was? Er macht Level 2? Sogar bis Level 2? Lol, Leute. Nein. Hättet ihr gedacht, dass der LKW es bis Level 2 im Wallride schafft, Leute? Hä? Amir, na, Großmaul Amir? Gerade eben noch hier große Sprüche gezogen. Ja? Bla bla bla, 5-2. Ja, egal, Leute. Man muss irgendwo mal anfangen aufzuholen. Und ich darf das nächste Fahrzeug aussuchen. Stimmt, das kommt ja auch noch dazu. Ich nehme den Urus. Oh, Mann, Alter. So, Leute, Urus gegen Audi RS Q8. Also, Leute, Audi RS Q8 ist natürlich auch nicht schlecht, aber Lamborghini, komm schon. Lamborghini Urus. So, komm. Ich zeig dir, dass der Fahrer ausmacht. Let it wallride. Okay. Amir, let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Fast bis Level 5 sogar. Level 4, krass. In einem Audi RS Q8, in einem SUV, der schwer ist, Leute. Das ist, war nicht schlecht von Amir. Aber jetzt kommen wir im Lamborghini Urus. Dann 3, 2, 1, weiter geht's. Und Leute, jetzt Lamborghini Urus. Ich muss es bis Level 4 schaffen für den Ausgleich. Komm, das schaffen wir. Der ist schnell. Ich bin jetzt schon bei 200 km/h. Wir sind schnell. 1, 2, 3, 4. 4, nein. Ah, okay. Wir haben zwar nicht den Punkt, aber Ausgleich, Leute. Das ist auch trotzdem schon wichtig. Audi RS Q8 und Lamborghini Urus auf gleichem Level. Macht schon irgendwie Sinn, Leute. Beide Level 4. Das heißt, es steht immer noch 5-2. Wir machen weiter mit dem nächsten Fahrzeug. So, Amir, wir machen weiter mit dem nächsten Fahrzeug. Ey, Max, warum willst du eigentlich... Du hast doch jetzt schon verloren, Bro. Was redest du da? Wir haben noch 1, 2, 3, 4 Level und wir sind jetzt 3 Punkte Unterschied. Ich kann sogar Max, noch gewinnen. Guck mal, weißt du was? Von mir aus darfst du alle Autos und Motorräder aussuchen, die du als nächstes erstes fährst. Ich werde dich trotzdem besiegen. Okay. Das ist ja eine richtige Ansage. Weil ich besser bin. Das ist ja eine richtige Ansage. Ja, komm, dann mach mal hier. Dann machen wir weiter. Amir, dann nimm du doch hier mal den Betonmischer. Dann nimm du den Betonmischer mit schön viel Beton hinten drin, dass der schön schwierig ist und wieder die Erdanziehungskraft regelt. So, komm. Kein Problem. Ich werde das jetzt hier schaffen. So machen wir das. Let's go! Okay, Amir fährt, Leute. Amir fährt. Wir gucken mal, wie weit er kommt. 1, 2, 3. Lol. Alter. Trotzdem bis Level 3 mit dem Betonmischer, Leute. Gar nicht mal so schlecht. Der hat alles, was mit Traktion zu tun. Während du hochfährst, schon ein Auto runterdrückst, dann baut er so viel Speed auf. Okay, komm. Das machen wir jetzt auch. Logik. Das machen wir jetzt auch hier, Leute. Und ab jetzt. 1, 2. Nein! Ja! Oh Mann, ey Leute, was ist denn heute hier los, ey? 6-2 für Amir. Das läuft ja hier gerade gar nicht. Das läuft gar nicht so gut wie geplant. Oh Gott, und jetzt fliege ich hier auch noch raus. Ey. Amir, ja, komm. Max, ja. Bitte. Ach Digga, weißt du was? So werde ich kalt machen. Ach, jetzt fühlt... Leute, das Schlimmste ist bei Amir, der fühlt sich dann immer voll. So, weißt komm, hier, Motorrad. Beim nächsten gibt's aber doppelte Punktzahl, wenn du gewinnst. Und ich krieg nur einen Punkt. Okay. Hier, dicke Ansage. Ich nehme hier die Barty. Oh, selber Schulter. Und ich hier den dicken, geilen BMW hier. Den BMW-Flitzer. Okay, komm, dann mach mal. Let's go, Bro. Okay, Amir, komm. Ich muss jetzt hier mal einen Punkt holen. 2, 3, 4, 5. Alter, bis Level 5 gekommen sogar. Nicht schlecht. Komm jetzt hier. Motorrad, du musst jetzt hier regeln. Ich brauche jetzt hier das krasse Motorrad. Okay. Amir, jetzt werde ich fahren. Und dann würde ich sagen, let's go! Broski. Was ist denn? Ich verstehe das nicht. Der BMW ist halt viel schneller als der Akuma, Alter. Warum? Was ist denn heute los, Mann? Er kommt viel höher als ich. Ich konnte gar nichts machen. 7-2. Du hast den Meister halt herausgefordert. Was soll ich dir sagen? Komm, welches Auto willst du haben von den zwei hier? Ja, komm, ich nehme den Ford. Den Mustang. So, komm, Mustang. Mustang muss jetzt hier regeln. Weißt du was? Ich fange jetzt hier mal an. Ich werde jetzt hier anfangen. Fang mal an. So. Ich bin gespannt. Wir machen erstmal. So, hier, Kickdown. Immer sorgen. 1, 2, 3. Bis zur 3 hoch. Drei geschafft. Bleib mal da oben stehen, dann siehst du mich vorbeifliegen. Ich bleib hier oben.
Okay, Leute. Jetzt kommt hier Amir angeschossen im BMW. Eins. Nein! Nein, er kriegt doppelte Punktzahl. Stimmt, und doppelte. Also 7-4. Sieben zu vier. Okay, okay, warte. Ey, das... Jetzt sind nur noch 3 Punkte Unterschied, Leute. Ach, hey. Das war nur Glück, Max. Kann das hier vielleicht sogar noch der Ausgleich werden? So, warte mal. Wie viel Fahrzeuge haben wir noch? Wir haben noch 3 Paare. Nee. Nein, noch 2 Paare. Noch 2 Paare. Ah, nein. Das heißt, wenn du beides gewinnst, schaffst du es noch zu gewinnen. Nee, schaffe ich nicht. Steht 7 zu 4. Ich kann das nicht mehr aufholen. Digga, doppelte Runde. Ach, wir machen doppelte Runden? Ich sag, bei jedem wird doppelte Runde. Ach so. Max, ich werde dich abziehen. Aha, okay. Gut, dann nimm du mal den Panzerwagen. Ich nehme hier den da. Hoffentlich, dass der getuned, Leute, ich bin mir nicht ganz sicher, aber Panzerwagen ist eigentlich schwerer. Oh, das ist der getunte! Hä, wie? Es gibt einen getunten Panzerwagen? Ja! Oh, super. Guck! Alter, der flitzt hier echt voll schnell los. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Panzerwagen? Nein! Ich bin gegenknallt! Haha! Bis welches Level war das? Ich habe gar nicht mitgezählt gerade. 2! Okay, Leute, er ist nur bis Level 2 gekommen. Das können wir vielleicht noch toppen. Bis Level 2. Okay, let's go. Leute, ich muss jetzt hier alle Punkte holen für den Ausgleich. Und, oh, der ist gar nicht so langsam, wie ich dachte. Level 1, Level 2, Level 3. Let's go. 6. 7 zu 6? Ha! Ey, guck mal, Armin hat so eine große Klappe gehabt mit ich darf aussuchen und doppelte Punkte. Das wird ihm jetzt noch zum Verhängnis, Leute. Niemals Höhenflüge kriegen. So, Armin. Letzte finale Runde. Ja, ich habe mit Absicht gewinnen lassen. Ich will jetzt abziehen. Aber warte mal. Wenn es 7 zu 6 steht, bedeutet das ja jetzt, wer das jetzt gewinnt, gewinnt alles. Max, und weißt du was? Max, ich nehme das Batmobil. Ich bin der Beste. Ja, mach dein Batman da, wo ich bestellt. Ich nehme das Batmobil. Ich hole mir die Barty. Barty, auch gutes Ding. Muss, kann man nichts sagen. Level 2, 3, 4. Level 4. Ist nicht schlecht. Level 4 ist nicht schlecht, Leute. Das Batmobil. Das Batmobil, das muss doch krass sein. Ich meine, es fährt Batman. Das muss doch schnell sein. Außerdem ist der Radstand größer. Das bedeutet auch bessere Traktion. So, dann gucken wir mal. Und let's go! Okay, komm, erst schnell, das Ding. Level 1, 2, 3. Nein! Nein! Ey, mein Gott, wie knapp war das denn? Bis Level 3. Ja, und Amir bis Level 4. Oh yeah, Max hat verloren, Max ist schlecht. Amir, warte mal. Was? Ich würde sagen, wir machen noch eine finale Runde. Was wirklich den Gewinner entscheidet. Ja, aber warte mal. Und zwar, guck mal, was ich hier noch Schönes habe. Und zwar 2 Rocket Voltic. Also 2 Autos mit Schubantrieb, mit Düsenantrieb. Und du darfst den Düsenantrieb so einsetzen, wie du willst. Das wird zeigen, wer wirklich der bessere Wallride-Fahrer von uns beiden ist. Okay. Dann fang an, Amir. Let's go. Okay, Leute, man muss den Rocket hier gut nutzen. Man darf den ja immer wieder einsetzen, wenn er wieder da ist. Okay, er setzt einmal 4, 5. Und er hat verkackt, bis Level 6. Er ist bis Level 6 gekommen. 1, 2, 3, 4, 5, doch, bis Level 6, ja. Leute, das können wir toppen. Ich sag euch hart auf hart, Level 6 mit dem Rocket Voltic, das könnte man toppen. Ich stehe oben auf Level 6, das heißt, wenn du gewinnen willst, musst du über mich fliegen. Okay, Leute, komm. Wir benutzen hier schon mal den ersten Boost. Nein. Ja! Ey, ich hab kein... Ey, Leute, ich lasse es für heute einfach gut sein. Armin hat das Ding gewonnen, ist okay, checkt Armin aus. Leute, schreibt gerne mehr Experimente in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da und tut mir leid fürs viele Husten, Leute, ich bin noch ein bisschen krank. Ich bin die Tage wieder fit und dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute, euer Crimex.